Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dragon Launch mit mir, der Dragica. Und mir, dem D-Spyro. Herzlich willkommen, Leute. Wir sprechen heute über ein Thema, was, sag ich mal, glaube ich, für uns beide das größtmögliche Verbindungsglied ist. Oder würdest du das unterschreiben? Nein, absolut nicht. Das ist auf Das ist dragikanisch für, sieh, du hast sowas von recht, ich stimme dir zu. Ich meine, also wirklich, ist ja nur nicht so, dass unsere Freundschaft dadurch entstanden ist. Nein, überhaupt nicht. Nee. Gut, jetzt ist Schluss mit dem dragikanisch, wir reden wieder normal. Es geht natürlich um, ach komm, jetzt sei nicht so. Es geht natürlich um unseren liebsten lila Drachen, Spyro the Dragon. Ganz genau. Und wie ihr ja durch mich und vielleicht auch teilweise von der Dragica wisst, weil sie macht ja da nicht so viel für YouTube. Das soll jetzt aber natürlich keine Schimpf sein, weil sie macht ja sehr produktive Sachen, die halt Zeit in Anspruch nehmen. Und schnell noch ein bisschen Fremdwerbung für dich, das muss natürlich sein an der Stelle. Ah, oh, danke schön. Ist ja nicht so, als hätte ich in den letzten Monaten fast nichts hochgeladen. Ja, aber wie gesagt, du machst ja produktive Sachen und die brauchen halt nun mal seine Zeit. Aber gut, genug davon. Ja, wir wollen heute diverse Themen halt besprechen zu dem lila Drachen Spyro, da ja auch jetzt vor kurzem die PlayStation 5 eben auch revealed wurde, was natürlich auch nochmal so einige Fragen für die Zukunft aufbringt. Und wir haben uns da so einige Themen zurechtgelegt und ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an damit, dass wir nochmal durchgehen, was ist denn überhaupt alles passiert bisher in der Spyro-Geschichte. Und ich würde dir da einfach mal das Wort überlassen, weil ich glaube, du kannst da eine ganz gute Einleitung bilden. Okay. Ich traue dir das zu. Super. Da traust du aber jemandem ganz falsch. nee, aber an sich, es ist halt wirklich echt viel passiert. Und gleichzeitig irgendwo auch nicht. Einfach bei Spyro von, ich glaube, 2009 bis, wann kam die Reignited Trilogy raus? 2018. Boah, schon wieder so. 13. November 2018. Das Datum werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, ich weiß noch, wie hyped du immer warst. Ja! Als dieser Release-Termin verschoben wurde, Leute, der ist so, das kann nicht sein! Ja, im Endeffekt war ich ganz froh darüber, aber in dem Moment war ich so dermaßen down, ich wollte mir schon die Pulsadern aufschnitzen. Oh! Also wirklich, das ist mein Part und nicht deiner. Also wir fangen jetzt aber nicht von hinten an, wir fangen von vorne an. Jetzt hast du mir schon so eindrucksvoll den Beweisgefühl geliefert, dass du es doch nicht kannst mit der Einführung. Ich fang immer von hinten an, ich komm immer von hinten. Oh. Na, das streichen wir, das cutten wir raus. Oh, Spaßbremse. Nee, und zwar, was ich eigentlich sagen wollte, zwischen den Jahren von 2009 bis 2018 ist halt einfach auch nichts passiert. Aber trotzdem ist vorher halt so viel passiert. Es ist schon was passiert, aber das klammern wir mal hier aus. Ja, 1900, wann ist das erste Spyro-Spiel eigentlich rausgekommen? Ich glaube, es war 98. 98, ne? Ja. Weil kam dann jedes Jahr neues und 99 und 2000 kamen die anderen beiden. Genau, und auf jeden Fall, als Spyro the Dragon rauskam, ich war ein sehr glücklicher Mensch, auch wenn ich es erst Jahre später tatsächlich gespielt habe. Gut, ich bin 1998 noch nicht mehr geboren gewesen. Ja, das macht es dann schwer. Frisch noch in der, noch nicht mal geboren, entwickelt sich schon so die Liebe für Drachen und ja, irgendwann werde ich dieses Spiel spielen. Ich habe es im Muttermund gesehen. Ja, genau. Also, ich habe die Werbung und alles gesehen. Nein, okay. Also ich bin ja mit der PlayStation 1, mit PlayStation allgemein, bin ich ja aufgewachsen. Also erste Spiele, die ich gespielt habe, waren halt Crash Bandicoot und Spyro war dann halt nicht weit. Und so hat sich das bei mir dann entwickelt. Du sagst, bei dir hat es ein bisschen länger gedauert, was ja auch verständlich ist. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ich war 4, ich bin ja 99 geboren, dann ist das so. So früh schon. Ich war, glaube ich, im Grundschulalter, also 6 oder so war ich, als ich angefangen habe. Ich bin 4 geboren. Scheiße, ich war schon immer ein Gamer. Na super. Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja, ich hatte halt. Meine Geschichte zu Spyro war einfach so wunderschön. Und die Originaltrilogie ist ja auch immer noch was ganz Besonderes mit Spyro the Dragon, Spyro Get Ready to Glimmer oder im US-mäßigen Raptor's Rage. Die PAL-Version hieß ja nur Get Ready to Glimmer.
Und dann natürlich noch Year of the Dragon, wo ich immer noch sage, dass vom Umfang her ist Year of the Dragon der beste gewesen. Vom spielerischen Erlebnis war für mich Gateway to Glimmer auf der PS1 der beste. Du würdest es ja umgedreht eher bezeichnen. Ja, sagen wir so, ich mochte Year of the Dragon im Allgemeinen generell viel lieber, aber ich mochte Ripto einfach lieber als Antagonist. Weil Ripto war einfach lustig und cool. Das war, da sind wir uns, glaube ich, nach wie vor einig, dass Ripto wahrscheinlich der beste Antagonist war. Ja. Ich würde da halt noch jemand andere mit reinziehen in diesen Kreis. Das ist Malfoy, aber da kommen wir später noch dazu. Aber hat er jetzt nichts zu suchen. Er hat nichts auf PlayStation 1 zu suchen. Nein, nein, ich meine nur allgemein, wenn man das Spyro-Universum betrachtet. Das stimmt, meine Güte. Sagen wir so, Malfoy hat halt wirklich Potenzial so als Charakter. Malfoy, was wir zwar nicht ganz aufgespielt haben, aber egal. Malfoy war einfach unfassbar böse und wir haben ja auch beide so ein Faible für darke Charakter. Also von daher... Nein! Überhaupt nicht. So. Aber wir sind uns einig, dass die Originaltrilogie die meisten Fans hat. Das ist offensichtlich, das weiß auch jeder. Und die Gründe dafür sind auch recht offensichtlich, weil es gibt so wenig, was man diesen Spielen vorwerfen könnte. Gut, beim ersten Teil auf der PS1 ist es doch ein bisschen schwieriger, weil der sehr klobig ist und die Steuerung auch teilweise ein bisschen schwierig ist und man verzweifeln könnte. Aber es hat halt trotzdem seinen Reiz. Es gibt keinen Rettungsflatterflug mit Dreieck. Das hat mich so abgefuckt. Ja, deswegen muss man die Sprünge halt immer ganz genau haben. Und den Sprintsprung, den gibt es noch nicht wirklich ausgeprägt in der Form, wie er später... Ja gut, aber der war ja damals schon teilweise. Wenn man ihn nicht kontrollieren konnte, gut, ich kann es ja mittlerweile. Aber wenn man es nicht konnte, dann dachte man sich, ach du Scheiße. Also auf der PS1 kann ich es heute immer noch nicht auf dem ersten Teil. Ich kann es auf der Reignited Trilogy nicht. Hm, okay, das ist interessant. So oft verkackt. aber wie gesagt, es gibt halt so wenig, was man diesen Spielen vorwerfen kann. Das Storytelling ist großartig. Das Spiel hat so gut wie keine Macken, wenn man jetzt mal die Glitches außen vorlässt, die Luna sehr gut kennt, um das Spiel abzukürzen. Ich tu mal was gegen deinen Frosch im Hals. Ja, ich weiß, ich hab's was zu trinken hier, aber ja. Nee, aber trotzdem... Das Spiel ist auf einem grafisch so hohen Niveau für die PlayStation 1 und die holten ja wirklich alles raus da. Es war bei Crash Bandicoot ja genauso, dass die wirklich alles rausgeholt haben aus der PlayStation 1 und auch bei den Soundtracks, wenn ich da noch dran denke, mit Stuart Copeland, der mal gesagt hat, er hatte für jeden Song immer nur 8 Töne zur Verfügung und musste das... Ja, das ist das Unfassbare, der musste unfassbar kreativ damit umgehen, dass der diese Songs irgendwie mashed up. Und was ist dabei rausgekommen? Geiler Soundtrack. Ohrwürmer, die wir heute immer noch gerne hören. Der Bro hat alles richtig gemacht. Ich habe den den Soundtrack von dem ersten Spiel von Dark Hollow, den höre ich mir immer noch unfassbar gerne an, weil er einfach so schön beruhigend ist. Der ist halt wirklich schön. Es gab bei mir auch einen Soundtrack, den ich echt gerne mochte, aber ich weiß nicht mehr, woher der jetzt genau kam. Na, können wir ja später nochmal klären. Vielleicht komme ich noch wieder drauf, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Genau. Aber es gab auf jeden Fall einen, den ich echt schön fand. Dark Hollow war echt super. Der war super. Also mein Lieblings-Soundtrack aus allen bleibt nach wie vor der von C4. Auch der in der Reignited Fassung. Ich weiß, du magst das Level nicht wirklich und auch den Soundtrack, glaube ich, nicht so sehr, aber das bleibt für mich. Ich habe meinen Eimer Bebop genannt, weil seine Mission so scheiße war und einfach nur zum Kotzen war. Ach, du meinst kleinen Bo Peep. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, genau. Bo Peep, weiß ich mir nicht meine hier. Ja, und. Wo man die ganz blöden Kulex einsammeln muss. Ja, genau. Und wie war nochmal das Zitat von mir? Was ich damals im Let's Play gesagt habe, was auch Etienne damals so ganz lange aufgebracht hat. Ja. Ich hasse C4, ich hasse Coolis, ich hasse einfach alles an diesem Level. Das ist immer noch meine heutige Meinung. Das Ding hat mich ewig verfolgt, aber heute kann ich über diesen Satz wirklich lachen, weil C4 inzwischen eins meiner absoluten Lieblingslevel ist. Ich find's immer noch scheiße. Ich find's einfach immer noch interessant. Es gab ja das Level C4 und Windhafen war das, ne? Spyro, der eigentlich dazu beigetragen hat, dass zwei Welten miteinander... Ja! Er hat aber dafür gesagt, ja, bekriegt euch mal, solange ich mein Talisman kriegt, der Rest ist mir egal. Ich helfe euch mal dabei. Viel Spaß beim Krieg führen. Also das war. Ich hab mir das schon damals als Kind gedacht. Warte mal, das macht doch keinen Sinn.
Ja. Und ich war 4, als ich das gedacht habe. Ripto muss ich dann so gedacht haben, okay, eigentlich war es mein Job, jetzt hier für Chaos zu sorgen, aber wenn Spyro das für mich erledigt, das ist auch gut, nehme ich hin. Weniger Arbeit für mich. Richtig. Kann ich Geldsack mehr aufs Maul hauen. Genau. Immer noch bestes Feature in Gateway to Glimmer? Ah, nee, in Year of the Dragonlance. Im dritten Teil. Bestes Feature. Ja. Das habe ich mir immer bis zum Schluss aufbewahrt. Dachte ich mir so, jetzt, du Bitch. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, in meinem Blind Let's Play zur Week, ne, The Trilogy, da warst du auch dabei, wo ich dann an die Stelle gekommen bin, wo ich Geldsack verprügeln konnte. Alter, du hattest schon gedacht, ich komme gleich an den Rand des Wahnsinns, weil ich so manisch gelacht habe darüber. Ich kann es verstehen. Ich bin es. Man muss diesen Frust einfach rauslassen, der sich über die Spiele hin aufbaut, weil Geldsack halt so ein Arsch ist. Ja, sind ja Spiele, ist ja die Mehrzahl. Auch wenn Geldsack einfach nur einmal in Enter the Dragonfly vorkam und danach nicht wieder. So richtig stimmt. Dumm. Naja, doch. Der war da einmal. Ach so in dem Spiel meinst du jetzt nie wieder. Ja, gut. Ja, okay, aber damit. Um 200 Euro, sag ich mal, 200 Euro. 200 Euro. Das erinnert mich an diesen Gag, den damals welche gebracht hatten, wo diese Ankündigung. Zahlt per Karte. Nee, nicht per Karte. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht das von Shadow. Ich meinte, das war so ein Bild, wo als diese Ankündigung für die Weakner the Trilogy schon raus war und dass es für die Next Gen kam, da hat einer so ein Bild gemacht. Pay 200 Gems or $1.99 via, wie heißt es auf Englisch? PlayStation Guthaben halt einfach. Das heißt, du konntest mit Echtgeld Geldsack bezahlen. Das war so ein geiler Gag. Ich habe so mich bepisst vor Lachen, als ich das gesehen hatte. Herrlich. Also diese Kreativität ist einfach großartig. Aber Memes-Creator sind ja sowieso immer eine Klasse für sich. Ich habe mich da ja auch schon so ein bisschen versucht. Aber gut, anderes Thema. Sind wir uns einig, die Trilogie auf der PS1 mit immer noch das Beste, was es gibt von Spyro, bis es dann auf Konsole Nummer 2 ging. Ja. Crazy 2 und Wii und 360. Nee, Wii noch und nicht. Die stehen wir jetzt alle mal nicht auf. Die Wii noch nicht, war noch die GameCube, glaube ich, damals. Ach stimmt, da kam ja noch Hero's Tale und die habe ich schon voll ausgeblendet. Hat sie schon verdrängt, weil ihr die so auf den Sack gehen. Da habe ich gerade noch davon gesprochen. Wow. Ja, deswegen. Also erstmal Enter the Dragonfly, wo jeder Spyro-Fan sich wahrscheinlich einig ist, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, dass das der schlechteste Teil der gesamten Spyro-Reihe ist. Da gibt's. Ich glaube, Spyro hat eine Schnecke gefressen in dem Spiel. Ja, das. So langsam. Das auch. Und vor allem, was mir auch immer auf den Sack ging, du warst eigentlich gezwungen, damals mit Sticks zu spielen. Also, du konntest mit Richtungstasten spielen, aber wenn du das gemacht hast, konntest du Spyro beim Sprinten so gut wie gar nicht lenken. Der ist fast gerade. Ich habe aber generell immer mit Stick gespielt, weil ich das angefangen habe. Ja, für mich war das halt damals eine unfassbare Umstellung. Ich war daran nicht gewöhnt, weil ich bis damals noch mit Richtungstasten immer gespielt hatte. Ja gut, bei mir war das Ding ja, ich hatte ja dann eine PlayStation 2 bekommen, weil meine PlayStation 1 Feuer gefangen hatte. Hinterfragt es am besten gar nicht. Du Scheiße! Du machst ja Sachen! Ich habe 3 Stunden am Stück gespielt, Year of the Dragon. Oh, ich war, glaube ich, wie hieß er jetzt nochmal, der zweite Boss danach? Spike und dann kommt Glut. Dann war Spike. Den hatte ich, glaube ich, gerade durch. Ich hatte damals nämlich keine Speicherkarte. Dementsprechend kann man sich denken, ich konnte nicht speichern, weil das Spiel so durchspielen. Und dann plötzlich, ich glaube, meine Mom kam dann halt eben rein und plötzlich fängt die scheiß PlayStation 1 Feuer zu fangen und alles fängt zu rauchen. Ich hole das Spiel noch wenigstens raus. Das habe ich mir als Kind auch getraut, aus welchen Gründen auch immer. Tja, wäre es vermessen zu sagen, dass, weil du Spyro auf deiner PlayStation 1 gespielt hast, dass die PlayStation on fire war? Was für ein Schenkelklopfer! Das war ein scheiß Flachwitz. Ich weiß, aber der musste einfach sein. Der ist mir ja, dann hatte ich halt eine PlayStation 2 eine Zeit lang später bekommen. Und ja, dann habe ich halt mit den Richtungstasten gespielt und dachte mir so, oh, das ist so viel angenehmer. aber jetzt muss ich noch eine Frage stellen. War das Spiel danach hinüber eigentlich? Nein, es hat funktioniert. Das hat überlebt! Geil! Das ist gut. Ja. Aber wenn du jetzt gerade noch. Aber es ist Jahre später Schrott gegangen, weil es so zerkratzt war. Ich war nicht so gut darin als Kind. Aber zu Year of the Dragon fällt mir noch eine Anekdote ein, die habe ich jetzt ganz vergessen. Du hast es wahrscheinlich auch erlebt, dass. Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich war. Wahrscheinlich Insomniac Games oder auch Sony selber.
dass die dafür gesorgt haben, dass du das Spiel nicht raubkopieren konntest. Du konntest schon raubkopieren, aber du konntest es dann nicht fertig spielen. Das war so krass, weil ich Und auch du hatte. konntest es fertig spielen in einem Sinn, aber es war so unmöglich, dass du es zu bestimmt 0,1% nicht geschafft hast. Nein, also ich habe es nie geschafft. Also das Ding war ja, wenn du eine kopierte Version, ich weiß das ja, weil ich selber auch eine kopierte Version damals noch hatte, ja, das hatte man damals noch. Wenn man das hatte, nämlich, dann ist es immer vorgekommen, dass plötzlich mal ein Ei wieder gefehlt hatte, unter anderem das halt aus Schielers Alp, das letzte, das musste man dann wiederholen. Oder dass sich auch zwischendurch, das war bei Spukende Sümpfe gerne mal, dass sich die Sprache einfach umgestellt hat. Ja, das hatte ich Dann hatte auch. Zoe doch, glaube ich, auch am Ende der ersten Welt gesagt, von wegen so, ey, ich weiß, du hast das hier raubkopiert, das ist ziemlich Genau. scheiße. Das sagt das Spiel Irgendwie dir auch noch so. genau ins Gesicht, dass wenn du Zoe an einer Stelle ansprichst, sie dir sagt, tut mir leid, Spyro, aber das ist eine raubkopierte Version des Spiels. Das ist unglaublich. Und Das war so krass, das Alter. Ding, warum man es eigentlich nicht fertig spielen konnte, war, wenn man gegen die Zauberin das erste Mal gekämpft hatte, konnte man nur 5 Sekunden ungefähr drin verbringen. Dann ist man wieder zurück in Bad Sonnenaufgang gelandet und der Spielstand war weg. Komplett leer. Ich finde das einfach so gut gemacht. Also da haben die wirklich Kreativität mal bewiesen, das zu umgehen. Wahnsinn. Das war ja damals auch das übelste Thema. Also ich glaube, PlayStation 1-Spiele zu cracken, das war so dermaßen einfach damals. Ja, das stimmt, Weil das aber ja auch, ich hatte glaube zwar ich. keine gecrackten Spiele, aber ich wusste von hier Klassenkameraden, Freunden, whatever, so, die hatten halt auch welche. Ja, weil es dir auch Service-Dienstleister auch angeboten haben, deine PlayStation 1 mit diesem Brennchip zu versehen. Also von Ja. daher. Ich glaube, das hat 15 Euro oder so gekostet und das waren ja auch, glaube ich, noch CDs. Das waren ja noch nicht mal DVDs damals. Und CDs zu brennen ist ja nur, das wissen wir Das alle, ist einfach, das kann man heutzutage sogar live machen. das kannst du mit kostenlosen Programmen machen. Ja, aber was ich dich jetzt fragen will, wie bist du jetzt überhaupt eigentlich damals zu Spyro gekommen? Weil ich meine, du bist ja, als 1998 war, warst du jetzt ja auch nicht gerade der Nee, da. älteste Ficker auf Erden und schon über 20. Nee, tatsächlich nicht. Das war Ja, eigentlich komisch. ein totaler Zufall, glaube ich. Weil, wie ich ja schon gesagt hatte, ich war ja so Crash Bandicoot, Suchti, gespielt bis zum geht nicht mehr, weil ich halt auch eine PlayStation 1 hatte. Und Ich habe das nach. Spiel nicht gemacht. So, ich werde jetzt alle hier triggern. Ich mag Crash Bandicoot nicht wirklich spielen. So. Anderes Thema, egal. Hate me. Und unsere Nachbarn damals waren auch so PlayStation-Nerds, sage ich mal, und die hatten halt auch Spyro. Und da habe ich das dann mal gespielt und habe mir das dann auch ausgeliehen und hatte Spaß dran einfach. Und das zog sich dann immer weiter, immer weiter. Und dann hatte ich halt irgendwann auch Spyro 2 mal gespielt und Spyro 3. Wobei Spyro 1 wäre fast meine Liebe sogar flöten gegangen, weil ich mit den Teilen nicht so wirklich klarkam damals. Bei mir hat es mit Sparrow 1 angefangen. Ja, bei mir halt auch, aber es wäre halt eben doch fast daran kaputt gegangen, weil ich den Teil nicht so wirklich konnte. Ja, und so bin ich dann halt dazu gekommen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. War gut, bei mir, ich glaube, bei mir kennst du die Geschichte ja. Na, du hast ja gerade eben so ein bisschen erzählt. Ja, nein, sagen wir so, ich bin ja, als die PlayStation 1 da bekommen habe, als sie noch gelebt hat. war es ja so, dass bei uns in der nächsten Stadt ja halt dieser, ich sag jetzt mal, wie heißt das, so ein Spieleladen, Videothekladen, was auch immer, wo man sich dann Ja. halt Spiele kaufen konnte. Und da ich halt die PlayStation hatte, aber kein Spiel, war halt doof. Ja, Und stimmt, ich eine da durfte. Videothek hatte ich damals auch noch. Gott, waren das Ja, und noch dann Zeiten. durfte man, ja, ist meine Mutter mit mir hin und hat gesagt, ja, such dir ein Spiel aus. Ich so, okay, ich finde nichts und finde nichts und finde nichts, weil alles irgendwie kacke ist. Und dann steht auf dem Scheiß-Ladentresen Spyro 1. Ich so, Mama, das will ich. Das Beste war einfach, dass der Ladenbesitzer damals gesagt hat, ich wusste schon im ersten Augenblick, wo sie hier reinkommt, dass sie das Spiel will. Ohne Witz. Vor allem der Witz ist an der Sache. Ich hatte, glaube ich, dann auch die anderen beiden mir dann irgendwann daher. Danach war dieser Laden ja, ist er geschlossen worden. Der war weg. Und kein Schwein, ich bin ja auch dann später da zur Schule, erinnerte sich mehr an diesen Laden. Niemand. Du. Absolut niemand. Nee, meine Mutter auch noch, aber sonst niemand. Ich weiß auch, wo der war und alles. Heutzutage, glaube ich, eine Werkstatt drin.
Aber trotzdem sitzt du da und denkst dir so, warum erinnert ihr euch nicht? Ihr lebt hier. Tja, das sind so Sachen, die an einem vorbeigehen. Aber ja, das war schon ganz witzig dann damals. Aber an Videotheken kann ich mich auch noch dran erinnern. Boah, wir haben damals ohne Ende Filme uns ausgeliehen, Videospiele. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Eltern damals sich mal eine 64 mit Mario Kart ausgeliehen haben. Und die hatten bis 3 Uhr morgens daran gespielt und haben dann auf die Uhr gedacht, oh, jetzt sollten wir auch mal Schluss machen langsam. Sie machen es dann so wie ich, aber die ganze Nacht durch, wie ich letzte Nacht 4:30 morgens. Ja, das war hat süchtig gemacht. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, man war ja, also wir können, sag ich mal, für uns beide auch sagen, dass so die der Fable auch für Drachen sich durch Spyro entwickelt hat, ganz eindeutig. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht. Nie drauf gekommen. Naja. Ja, es ist, also ich war definitiv ein Spyro-Nerd, das war ich auch über die ganze Schulzeit hinweg und ich bin wahrscheinlich sehr viel damit auf den Sack gegangen. Und kein Wunder, dass ich kaum Freunde hatte. Jedenfalls. Ja, gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Vor allem das Ding ist, ich bin wirklich nach Hause gekommen, ich habe halt Mittag gegessen. Von den Hausaufgaben reden wir jetzt mal nicht. Und hab halt legit sofort angefangen zu zocken. Ich saß auf dem Boden, damals konnte ich das noch, heute halt meinen Knochen das nicht mehr aus, weil ich alt bin. Und oh. Glaub mir, ich habe wirklich damals auf diesem harten Laminatboden gesessen und heute kriege ich das nicht mehr hin. Ich denke mir so, meine armen Knochen halten das keine 10 Minuten aus. Gut, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema, sonst ja, genau, verquatschen wir hier eine ganze Stunde mit belanglosem Scheiß und haben noch nicht mal die ersten 2 Themen durch. Also, wo wollen wir schicken? Podcast. Also oder genau, Spyro Enter the Dragonfly, schlechtester Teil, den es jemals gab, wobei er halt auch vor noch... Vor allem, es gab einen Glitch, dass du einfach sofort zum Boss konntest, ja, nach genau. den ersten 2 Minuten. Es gab nicht nur diesen Glitch, es gab unfassbar viele Glitches. Ja, also das Ding war, du konntest einfach auch durch die Welten fliegen, sofern Wasser vorhanden war und ein ja, Ufer. Ja, das konntest du aber auch schon in Year of the Dragon. Ja, aber ich glaube, in Year of the Dragon war es aber schwieriger, das zu machen. Ich glaub, ja, das also war nicht so einfach. In Enter the Dragonfly brauchtest du nur 2-3 Versuche, dann hast du es hingekriegt. Ja, und das Ding ist auch vor allem, das gruseligste Level war für immer jemand diesen Honig. Ja, die Honigmoore. Ja, genau. Also erstmal hatte das Spiel schon das Riesenproblem, dass ein Entwicklerstudio rangesetzt wurde, was sich A, nicht mit Spyro auskannte und B, nur, ich glaube, 9 Monate Zeit hatte zum Entwickeln. 9 Monate, das muss man sich vorstellen. Heute für ein Spiel unmöglich. Kannst vergessen. Das schaffst du nicht mal ein Viertel vom Spiel. Wir würden heute einen PlayStation 1-Titel dafür hinkriegen, also so eine Grafik von damals. Ja, so lange hat das damals ungefähr gedauert. Deswegen kam ja auch auf der PS1 jedes Jahr ein Spyro-Titel und das auch in sehr guter Qualität, wie wir schon gesagt haben. Aber dieser ja, Titel. Ja, dann kam Enter the Dragonfly. Dieser Titel hatte einfach nichts. Er hatte allerhöchstens gute Songs, also gute Musik, die. Das war das Einzige, was das Spiel noch konnte. Ansonsten war da nichts. Die Level waren. Die waren scheiße. Die waren viel zu groß, viel zu umfangreich, weswegen manches einfach nur leer wirkte. Man hatte nur, ich glaube, es waren auch nur 9 Level plus die Hauptwelt, die man hatte. Also, ja, ich war damals voll verwirrt davon. Ja, und was auch noch dazu kommt, dass eben die Steuerung, wie du schon gesagt hast, sich so anfühlt, als ob Spyro eine Schnecke verschluckt hätte. Das war echt richtig, richtig schlimm. Und ich frag mich teilweise, was sie in der ersten Cutscene mit Jäger gemacht haben. Oh, ja. Bruder! Aber nicht nur kannst du deinen Mund aufmachen, da wäre ja jeder Zahn als stolz. Aber nicht nur Jäger, Ripto war auch so. Der hat ja auch sein Mausewert aufreißen können. Ich schwöre, die Zahnärzte hätten es gemacht. Ja, aber es gibt auch noch 2 andere Sachen, die eigentlich noch viel schlimmer sind. Also erstmal diese unfassbar langen Ladezeiten. Hättest du rausgehen können, dir was zu essen holen, kommen, wiederkommen und er lädt immer noch. Es war aber bei Crash Bandicoot, der Zorn des Kodex, war ja auch das erste Spiel für die PS2, genauso. Da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte jemand mal zu mir gesagt, Crash während der Ladezeiten kannst du 3-mal kacken gehen und das Spiel ist immer noch nicht bereit. Das stimmte irgendwie. Das gibt mir Sonic 06 Vibes. Ja, irgendwie schon. Ne? Da sind auch die Ladezeiten ja sehr lange. Hm. Also, obwohl die da eigentlich, glaube ich, sogar kürzer sind, tatsächlich. Die langen Ladezeiten, die teilweise fast 2 Minuten oder noch über 2 Minuten dauerten, das war schon teilweise unerträglich. Und was ich aber, wie gesagt, viel schlimmer finde an diesem Teil, er wirft dich in das Spiel, zeigt dir Ripto und er liefert keine Erklärung dafür, warum die plötzlich wieder da sind. Ja, ich denke mir so, du bist in der Lava verbrannt. Ja! Wie hast du das gemacht? Er ist grausam gestorben und plötzlich ist er wieder da.
Warum? Die haben sich wahrscheinlich einfach nur so gedacht, ja, Ripto war der beliebteste Bösewicht und ach, der hatte noch zwei Handlanger, knallen wir mal damit rein, wird schon irgendwie gehen, werden die Fans schon akzeptieren. Nee! Ich meine, selbst in Fusion, ich glaube, da war auch Ripto der Bösewicht mit Cortex zusammen. Genau. Und der GBA-Teil. Und ich meine, okay, da haben sie es doch richtig irgendwo hingemacht. Da hatten sie, glaube ich, auch einen Grund und so. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, hatten sie auch nicht. Aber Fusion war ja nach Enter the Dragonfly. Und in Enter the Dragonfly ist ja Ripto am Ende nie wirklich gestorben oder so, sonst was. Der ist einfach nur abgehauen. Der war einfach, er war einfach, sagen wir so, von Ripto wurde vom zweiten Teil her, wo er echt cool war, einfach nur lächerlich ab da gemacht, ab danach. Ja, ja. Vor allem das Spiel hat einfach auch so gut wie keine Cutscenes, nur drei Stück. Den Beginn, das Mittelteil, wenn du irgendwie die Hälfte der Libellen irgendwie so eingesammelt hast, dass dann Ripto dann erst zurückkommt und merkt, dass alle Libellen fehlen, was irgendwie auch bescheuert ist. Und dass sich vorcheckt. Und die letzte war dann halt nach dem Bosskampf und halt eben der Schluss. Das waren die drei Cutscenes. Mehr hatte das Spiel nicht. Ich habe damals dieses Spiel endlich mal durchgespielt, weil es einfach so ewig und 5 Jahre gedauert hat. Habe ich mir gedacht, so kommen wir jetzt in Welt 2 oder? War es das schon? Ja, ich war wirklich verwirrt als Kind. Eigentlich muss man wirklich sagen. Ich mochte auch den Soundtrack nicht. Wir haben sowohl Hero's Tale und Enter the Dragonfly irgendwie immer als Kind Angst gemacht. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich mag es dir heute nicht mal wirklich spielen. Die stehen zwar bei mir, aber ich denke mir so, nee. Also ich sag mal so, das für mich einzig Gute, was das, Enter the Dragonfly noch hatte, war dieser Ansatz mit den verschiedenen Atemattacken. Das war, sage ich mal, wirklich clever. Das war ein cleverer Kniff, den man zum Glück ja auch weiter ausgebaut hat in den nachfolgenden Spielen. Aber sag ich mal, das war so wirklich die einzige gute Idee, die man hatte für dieses Spiel. Ich meine, komm, er hat Bubbelblasen gespuckt. Das war schon irgendwo. Ja, gut, okay, den brauchte man nur, um die Libellen zu fangen. An sich war der eigentlich beschissen. Aber der Eisatem. Er sah putzig aus. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er der Bubbelblasen spuckt, das glaube ich. Ja, ich finde es irgendwie lächerlich. Hast du einen verschluckt? Ich finde es irgendwie lächerlich, weil ich meine, Cartoons benutzen diesen Gag, wenn Charaktere Seife verschlucken. Ja, eben drum. Da habe ich mal als Kind gedacht, hast du jetzt eigentlich eine ganze Seifenverpackung gegessen? Weil ich muss dann immer an diesen Gag denken aus Schneewittchen und die 7 Zwerge, als Seppel mit der Seife kämpft und die dann verschluckt auch noch. Ja, genau. Aber gut, wir haben ja noch einen Titel. Genau. Hero's Tale. Und da ist, glaube ich, so der einzige, wo unsere Meinung ganz weit auseinander geht. Weil du verfluchst ja diesen Titel. Ich verfluche ihn nicht, aber ich mag ihn nicht so. Wie gesagt, ich hatte das Kind Angst davon und sagt, den mag ich nicht. Ja, aber du kannst dem Titel kaum was Positives abgewinnen. Also, du hast mir damals... Rot. Gut, den finde ich wieder zu irgendwie lächerlich als Bösewicht, aber weil er irgendwie so monoton ist. Aber ich kann mich noch erinnern, ich hatte das Spiel damals nie gespielt. Wann habe ich das erste Mal gespielt? Du warst live dabei, ich glaube, das war vor 7 Jahren. Ja, da war ich live dabei, da war ich irgendwie 13, 14? Ja, ungefähr. Es war so ein paar Monate, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Ich hatte ich dir nicht erzählt, dass es diesen Teil gibt, weil ich ihn schon davor irgendwo gekauft. Dass es ihn gibt, das wusste ich. Ich hatte ihn halt noch nie gespielt. Du hast mir dann davon erzählt, dass weil du ihn hattest. Und ich habe dann gesagt... Ja, weil ich hatte gesehen, den gibt es. Geil, wollte ich mit einer Freundin spielen. Und dann sitze ich da, wow, ist der kacke. Ich so, wow. Ja gut, und ich habe dann gesagt, okay, ich hol mir den auch und spiele ihn mal. Und du hast mich dann noch vorgewarnt und gesagt, na, mach dich auf was gefasst. Ja, und dann ist man so mit einer gewissen Erwartungshaltung halt rangegangen, denkt sich, na, könnte wahrscheinlich schon kompliziert werden. Und dann habe ich aber gemerkt, Alter, das ist ein echt geiles Spiel. Das macht mir richtig Spaß, auch wenn es, wie ihr ja schon in einem Livestream von mir gesehen habt, Szenen und Level gab in diesem Spiel, die teilweise zum Verfluchen sind. Ich sag nur Blink-Level oder Sergeant Bird. Fast jedes Level kacke und vor allem den Sumpf. Ich hatte so einen Schiss als Kind, deswegen dachte ich mir so, ich hasse das Spiel, fick dich, geh einfach in die nächste Ecke. Die meint sich Spinnen sicherlich, oder? Hab ich nicht. Das ist schon teilweise creepy gewesen, wie die teilweise auch aus der Wand herausgesprungen sind. Also das war schon. Das Ding ist, ich habe halt ultra Angst vor Spinnen. Ja. Ich meine jetzt auch im Animal Crossing gab es ja diese Tarantel, die einen hinterherrennen wie so ein Amokläufer. Und ja, Moment, welches Spiel?
Animal Crossing New Wild so. Switch jetzt. Und da rennen die halt einem auch so hinterher und alles, genau wie dann Hero's Tale. Und ich habe vor sowas so eine Angst, weil ich Spinnen so gruselig finde. Und bei mir die letztens diese Kellerspinnen, die richtig schön schwarzen, die ganze Zimmer huschen. Und ich sitze da so, es ist mitten in der Nacht, kann niemand anschreien, dass er die wegmachen soll. Natürlich, du kannst auch da auch nicht mehr einschlafen. Aber ja, die Luna... Nein, ich habe sie dann meistens mit der Fliegenklatsche getötet. Ich komme dafür in die Hölle als Spinnentöterin. Aber ja, die Luna hat eine Arachniaphobie. Keine Phobie, ich habe einfach nur extrem Angst. Nein, das ist eine Phobie. Phobie heißt Angst. Ich weiß, aber eine Phobie ist nochmal viel schlimmer. Das kriegst du richtig Panik und alles. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also mir hat der Titel sehr viel gegeben. Hängt vielleicht bei mir auch damit zusammen, weil ich ein sehr großer Fan war von Crash Transanity. Weil ich auch dieses Prinzip einfach sehr mochte. Diese Welten, die miteinander verknüpft sind, dass es nicht einfach so Mainstream ist, wo du einfach nur strikt durchläufst, sondern du hast wirklich verschiedene Welten, die sind durch Wege miteinander verknüpft und bilden eine komplett durchgehende verbundene Welt. Crash Twinsanity. Ich kann es nicht aussprechen. Sprich es mit mir. Twinsanity. Twinsanity. Dankeschön, wunderbar. Kriegst einen Keks. Jedenfalls, ich habe es mir damals halt bei dem Let's Play zurück zu ihr angeguckt und ich mochte es mir selber anzusehen. Ich habe selber nie wirklich gespielt. Ich glaube, ich hatte es, aber irgendwie oder hab's jetzt, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Keine Ahnung. Und ich fand das halt an sich cool, aber jetzt nicht, wo ich sagen will, so, ja, spiele ich selber. Also wie gesagt, ich habe es geliebt, weil es ist auch, sag ich mal, vom Spielerischen etwas anspruchsvoll gewesen. Anspruchsvoller als so die anderen bisherigen Teile, weil es halt eben so offen war. Es war was anderes und deswegen war ich halt damit auch so konform. Ich kann mich auch noch erinnern an das Video vom Hockey Dude. Der hat ja dieses Video mal gemacht, ich glaube, das habe ich dir auch mal gezeigt, warum Spyro the Dragon starb. Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Der Titel ist makaber, aber im Prinzip als, zählt er da auch so wie wir so die bisherigen Titel auf und bespricht so seine Meinung dazu. Und der fand das Spiel Hero's Tale halt auch recht gut, weil er eben auch gesagt hat, es wäre halt was Neues, was Offenes. Und dass er diesen neuen Weg sehr, sehr gut eigentlich fand. Den hatte, es war, glaube ich, von Eurocom, die das, glaube ich, entwickelt hatten. Und er hätte es gut gefunden, wenn das diese Richtung so beibehalten worden wäre. Ich mochte die Musik nicht. So. Ja, die Musik. Doch, die Musik hatte einige gute Sachen. Wenn ich zum Beispiel an Eiszitadelle denke, das war ein richtig gutes Stück. Ich habe zwar sämtlichen OST davon, aber ich mag die Musik eigentlich gar nicht. Du bist aber auch ein OST, eine OST-Sammlerin. Nein, das sind nur 15.000 Songs. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich glaube, ich werde euch mal das Video in der Beschreibung vom Honky Dude verlinken, damit ihr das auch mal euch angucken könnt. Weil es wirklich vergisst du es nicht. Denke ich nicht. Weil es ist wirklich sehr interessant. Also, weil es wirklich mal super auch zusammengefasst ist, wie das eben mit Spyro und dem Ganzen eben zusammenhängt. Und weil es auch wirklich mal ein Video ist, wo die Meinung auch konstruktiv rübergebracht ist. Weil man kann ja etwas scheiße finden, aber dann soll man es auch begründen, bitte. Nicht einfach sagen, scheiße, ja, gefällt mir nicht. Ja, das ist ja der, hier, wie heißt es, der Unterschied zwischen Hatern und Kritik geben. Bei Kritik sagst du, das ist gut, das ist schlecht, deswegen, und bei Hatern sagst du, ja, du bist scheiße, weil du scheiße bist. Ja, oder Grundschulkritik, nennen wir es einfach auch so. Kindergartenkacke, so. Ja, genau. Also sind wir uns einig, ja, Hero's Tale, das Spiel, wo wir beide mit der Meinung eigentlich auseinanderliegen, weil ich find's richtig geil, ich habe an dem Spiel richtig meine Freude gehabt, weil es auch so umfangreich ist. Also du schaffst es nicht einfach, das mal an einem Tag durchzuspielen. Es sei denn, du bist ein totaler Suchti, dann kannst du das natürlich schaffen. Aber man braucht schon eine gewisse Zeit. So wie ich bei Year of the Dragon. Ja, lassen wir das. Gut, aber es ging ja nicht so weiter, sondern dann kam ja das, was so die meisten Fans davon damals verärgert hat. The Legend of Spyro. Und bevor wir da zu den Spielen kommen, muss ich sagen, dass ich, als ich das damals zum ersten Mal gesehen hatte, auch so eingestellt war. Weil ich war tatsächlich noch so ein Fanboy der ersten drei Spiele. Enter the Dragonfly hatte ich dann gespielt, da war es für mich erstmal tot. Deswegen hatte ich auch A Hero's Tale nicht gespielt. Und dann habe ich erstmal gesehen, okay, neuer Spyro-Teil. Dachte, hä, was ist denn das? Das ist doch nicht Spyro. Und habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht und erstmals abgetan. Ja gut, bei mir war es wiederum so, ich war 8, als ich den ersten Teil gespielt habe. Also eigentlich noch zu jung? Nein, das Spiel ist nicht erst ab 12. Doch, ist es. Naja, jedenfalls, ich habe das dann damals halt
gezockt. Ich mochte den ersten Teil, beim zweiten Teil hatte ich Angst. Einfach gleich wieder am Anfang Spinnen waren. Oh ja, die waren böse, das stimmt. Die waren die richtig waren so creepy. Ekelhaft. Vor allem, die haben auch noch einige der Affen irgendwie gefressen, glaube ich. Das war auch richtig. Ja, das widerlich. Auch. Und dann haben sie einen auch noch mit irgendeinem Zeug angekotzt. Ach ja, dieses wenn man davon getroffen wurde, war man irgendwie eingefroren in Eis. Ja, stimmt. Ja, so eingeklebt, eingefroren, whatever. Ja, aber also bei mir, das erste Mal, wo ich da, ich meine, das kam 2006 raus, der erste Teil. Und als ich das erste Mal gespielt habe, oh, wann war denn das? Ich war einfach 8. Ich muss mal kurz überlegen, wann ich mit der Realschule fertig geworden bin. Weil ich glaube, das war im letzten Jahr, wo ich in der 10. Klasse war. Mal kurz rechnen. Müsste dann eigentlich ja, 2008 oder 2009 gewesen sein. Also schon ein paar Jährchen später. Ich hatte damals... Ach, du bist so früh aus der Schule raus? Was? Bist du mit 2008, 2009 aus der Schule? Wow. Naja, nicht ganz. Ich habe danach noch weiter Schule gemacht. Weiß aber, ich habe meinen Schulabschluss 2015. Ja, 1998 wurde ich eingeschult. Egal, wir packen jetzt bitte nicht so meine. Viel älter als ich, ey. Wir packen bitte jetzt nicht meine Lebensgeschichte hier in diesem Video aus. Das ist nicht Thema. Das können wir vielleicht mal eine andere Podcast-Folge machen. Unsere Lebensgeschichte. Also, legen Sie sich hin und erzählen Sie mir doch mal von Ihrem Leben. Okay, nee. Es fing alles damit an, dass meine Mutter mich immer gequält hat, seelisch. Alles, was sie gesagt hat, hat mich manipuliert. Können Sie sich das vorstellen? Ich dachte, du sagst jetzt, es fing alles damit an, als meine Mutter mich überhaupt erst geboren hat. Nein, das war ja noch alles schön. Okay. Jetzt hör auf, wir werden albern hier. Jetzt werden wir wieder ernst. Okay, ja genau, du hast erzählt, dass du mit 2000, als du ausgeschult wurdest. Genau, und dann hatte ich bei einer Freundin damals das Spiel mal gesehen und die hat es dann gespielt, hab das dann so mir angeguckt und war immer noch nicht so wirklich überzeugt. Was ist denn das? Das ist doch nicht Spyro. Und dann sagt, doch, das ist Spyro, das ist neu. Hatte aber tatsächlich... Das ging ja auch vielen anderen so, ein Faible für Cinder. Wer hatte das nicht? Also, Waifu-Material. Nee, nicht deswegen. Es ging einfach nur darum, weil sie als... Die Tiefen des Internets. Nee, weil sie einfach als Charakter unfassbar gut war. Also für damalige Verhältnisse auf jeden Fall, weil ich meine, wenn man heutzutage schwarz und rot benutzt, ist man meistens schon ein Edgelord. Zumal eine weibliche Antagonistin gab es bei Spyro lange vorher nicht mehr. Also das war auch nur einmal der Fall, nämlich bei der Zauberin. Zauberin. Und Bianca... Nee, die zählen wir da nicht dazu. Bianca ist für mich keine Antagonistin. Ja, sie war es erst und später halt nicht mehr, aber ja gut, ne? Aber sie hatte ja nie vor, den Drachen etwas Schlechtes zu tun, deswegen war sie für mich nie eine Antagonistin. Niemals. Gut, ist ja auch egal, das ist auf jeden Fall die Zauberin. Genau, ansonsten war halt nie wirklich eine weibliche Antagonistin vorhanden in den Spielen. Und das war schon in gewisser Weise interessant. Und dann halt auch der Aspekt, dass ein Bösewicht vorhanden ist, der am Ende aber reformiert wird. Das war damals, sage ich mal, noch eine große Sache. Das gab es zu der Zeit noch nicht wirklich oft, glaube ich. Wenn ich mir das jetzt mal so... Also bei Spyro gab es das so gut wie noch gar nicht. Nein, gab es auch nicht. Gut, wenn wir Bianca jetzt mal weglassen. Wie gesagt, für mich keine Antagonistin. Ja, aber ne, du weißt, was ich meine. Ja. Aber gut, da hast du wohl recht. Vor allem Cinder war auch einfach so ein Charakter, wo man sich dachte, so, die ist einfach nur cool. Und Cinder ist auch wirklich... Die ist nur cool. Ja, Cinder ist auch das Einzige, was in den Legend of Spyro-Teilen vorhanden ist, glaube ich, was von den alten Fans akzeptiert wurde. Also die alten Fans würden... Cinder. Ja, genau. Cinder wäre das Einzige, was, sag ich mal, die alten Fans, also die von der Trilogie, noch von der Anfangstrilogie, sich auch vorstellen könnten für neuere Spiele. Deswegen, also alles andere würden die wahrscheinlich kategorisch ablehnen. Aber es war halt in der Hinsicht auch anders, weil es halt eben dieses... Wie nennt sich das nochmal, dieses Genre? Hit and Go? Nein, Action-Adventure. Ja, aber dieses mit dem, da kommt eine Armada von Gegnern, die musst du verprügeln, besiegen und dann kommt die nächste Welle. Das hat doch irgendeinen Namen. Das ist doch nicht Action-Adventure. Das ist doch, glaube ich, Hit-and-Go. Ich meinte schon. Na, egal. Wenn es einer weiß, in die Kommentare bitte. Das wäre sehr schön, weil ich bin der Meinung, es heißt Hit-and-Go. Aber es ist ja im Endeffekt trotzdem noch Jump-and-Run. Also von daher... Ich meine, das fällt wirklich unter Action-Adventure, ist aber auch egal. Auf jeden Fall, das Ding ist, ich muss ja sagen, dass ich damals, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht gesagt, so, die Spiele sind wirklich cool, aber wo ich es jetzt halt vor einiger Zeit nochmal gespielt habe, dachte ich mir so, wow, ich habe meine rosa-rote Brille mal abgenommen. Denk mir so,
Dann merkt man einen. Da sind eine ganze Menge Macken. Und ich will jetzt gar nicht mal so unbedingt von der. Also die Synchro ist an sich gut, aber sie ist total asynchron. Ja, das heißt, das ist mir schon als Kind aufgefallen, das hat mich noch nicht gestört. Das Ding ist halt einfach. Mich irgendwann schon, also. Das Ding ist halt einfach, man, gerade was das Balancing der Elemente im ersten Teil angeht, war, hattest du Feuer oder Erde ganz aufgefüllt, ne? Also sprich ganz aufgeladen. Warst du schlecht unbesiegbar. Da warst du einfach OP. Ende der Durchsage. Eis war komplett nutzlos. Nutzlos. Und Elektro war wenigstens noch teilweise nützlich, wenn du Leute von den Klippen schubsen wolltest. Richtig, also wenn du mal keinen Bock hattest zu kämpfen, großartig, und du hattest eine große Klippe, schmeiß sie einfach runter, wegsetze. Ja, eben, deswegen, das habe ich meistens schon gleich in Dantes Froster gemacht, wo dann diese ganzen, dieser ewig lange Kampf da kurz vorm Ende ist. Ja, oder in runter. Ja, oder ein Hochkap, wo du auf diesem Schiff bist. Da ist das ja auch so. Und da habe ich mich immer so vorne auf diesen Steg, weißt du, dieser Übergang zum Schiff, ne? Das ist die kleine, habe ich mich immer hingestellt und habe dann einfach immer Eis gespammt. Damit die einfach zu Kugeln wurden und habe gewartet. Ja, gut, okay, das kann man auch machen. Aber ich befördere die immer mit Elektrizität runter vom Schiff. Macht einfach mehr Spaß. Wie gesagt, mal jeder, wie man will. Und das Ding ist, ich mochte früher ja Ignitus wirklich, wirklich gerne. Als Charakter. Und heute nicht mehr? Doch, ich mag ihn zwar immer noch, so nicht, aber halt nicht mal so doll wie damals, weil ich langsam gemerkt habe, Alter, Ignitus, bist du wieder da? Was hast du für Probleme? Gut, okay, du warst jetzt ewig und 3 Jahre in der Höhle. Und immer wenn jemand Neues dazu kam, wurde er immer abgefuckter. Ja, weil er wahrscheinlich nicht mehr es gewohnt ist, unter anderen zu sein. Soziale Kontakte nicht mehr so sein. Erst kam ja wohl Tier dazu. Okay, gut, der treibt aber jeden in den Wahnsinn, da sind wir mal ehrlich. Aber dann kam noch Cyril dazu und gerade die beiden Brüder, ne? Oh Gott. Weil wohl das Tier ist aber Cyril auch wirklich, muss man mal sagen, die schlimmste Kombi, die du eigentlich haben kannst. Ein Plappermaul und ein Großkotz. Da würde ich auch wahnsinnig werden. Großkotz-Arschloch, ja. Vor allem die beiden sind Brüder, ne? Auf ja, jeden passt Fall. Ja, perfekt. Und das Ding ist, ich kann zwar Ignitus verstehen, dass er abgefuckt ist, aber der ist wirklich dauerabgefuckt ab da. Der ist so richtig so, jetzt in so einem Sinne, haltet einfach mal die Fresse. Hat er ja auch gesagt in dem Sinne. Ja, er sagte, seid doch endlich einfach mal alle still, irgendwie sowas hat er gesagt. Und er war dann halt die meiste Zeit auch so zu Spyro ab da, richtig patzig, im Sinne von, jetzt geh einfach. Halt die Klappe und verschwinde. Halt die Fresse und geh weg. Ja, ich denke mir so. Ja, nein. Bro, bitte. Ich meine später, ich glaube im zweiten Teil, gut, da ist er kaum aufgetaucht. Im dritten Teil ging er wenigstens wieder. Da hat er es mit den sozialen Kontakten anscheinend wieder gelernt. Obwohl er da eine andere Synchro plötzlich hatte. Nicht mehr Thomas Petru, der ja Plankton unter anderem synchronisiert hat. Ja, lebendes Wikipedia, was Synchro-Stimmen angeht, ist wieder da, ich weiß. Und was mich auch extrem gestört hatte, dass der Sprecher immer so diese Atemgeräusche gemacht hat beim Sprechen. Ja, das war so echt. Oh, Alter. Ich dachte mal, hast du keine Luft gekriegt beim Sprechen oder was? Ja, das habe ich mir auch gedacht, ey. Vor allem das Ding, das Design hat mich auch dezent angekotzt. Ich meine, ganz ehrlich, das Design von Ignitus und den anderen war im ersten Teil, oder den ersten beiden Teilen, fand ich wirklich gut und danach war es irgendwie so seltsam. Wieso? Was hatte ich daran jetzt so? Dass Spyro und Cinna älter geworden sind, macht Sinn. Ich meine, auch klar die, aber die sahen so extrem anders aus. Na gut, da kommen wir gleich zu, weil dazu würde mir jetzt noch was einfallen, aber wir sind ja uns auch da einig, sag ich mal, dass wir die Trilogie an sich auch mögen, weil sie halt auch, vielleicht jetzt vom Gameplay-technischen Element jetzt nicht so der absolute Bringer ist, aber eins ist bei der Trilogie herausragend, das ist die Story. Ja, die war ich. Die ist großartig. Also das sagen auch viele andere, dass sie das Spiel dem Spielen das auch anrechnen, dass die Story wirklich gut ist. Ich habe gerade Flashbacks an Dawn of the Dragon. Ja. Also das, sage ich mal, eine Story, die über 3 Spiele so gefesselt hat, habe ich bei ganz wenigen Spielserien bisher erlebt. Also, das haben die bei Activision und in Chrome Studios war er damals zuständig und dann Etrange Libelü richtig gut gemacht. Ja. Auch bei The Eternal Night geht das ja auch genauso weiter, nur noch, sag ich mal, etwas düsterer und auch vom Spielerischen her schwerer. Ich war 8, als ich dieses Spiel gespielt habe. Also dieses Spiel. Es hat mich zwar schon ein bisschen verängstigt. Ja, aber es ist immer noch, sag ich mal, eine. Es fügt sich wunderbar ein in diese Trilogie. Die Eternal Night wird ja als von Kritikern als der schlechteste Teil der Reihe bewertet.
Das hat diverse Gründe, unter anderem, weil es von vielen einfach als unfair beschrieben wird und auch als zu schwer und zu fordernd. Ja, also ich als achtjähriges Kind hatte Probleme, spätestens als auf dem Scheißschiff war. Ja, aber ich denke, ich habe mir dann immer gedacht, also als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war ich, ach Gott, das muss ich wieder rechnen, 16, 17, vielleicht ein bisschen jünger, ich weiß es nicht mehr. Ich war dann noch so ein kleiner Knirps und du schon fast erwachsen. Jedenfalls. Und, und ich würde auch da sagen, dass meine Spieleskills noch nicht so weit ausgereift waren, wie sie es heute wahrscheinlich sind. Und ich hatte Probleme, ja, aber ich kam damit klar. Deswegen habe ich immer gesagt, wer das Spiel als zu schwer einstuft, der kann es einfach nicht. Das klingt jetzt hart. Klar, dass meine Skills scheiße waren, deswegen. Nein, es soll jetzt keine Keule gegen dich sein, um Gottes Willen. Nee. Dass es, sag ich mal, einen gewissen fordernden Skill hat, das ist mir klar. Aber ich muss dann auch ehrlich sagen, was erwarte ich denn von einem Spiel? Erwarte ich davon, dass es an jeder Ecke einen Checkpoint setzt und mich mit einfachsten Techniken den Sieg erringen lässt? Also ein bisschen Skill muss schon vorhanden sein. Eben, außer eine Stelle, die ich bis heute zum Kotzen finde, und die ist immer noch in dem Brunnen der Seen, abgesehen, dass ich das Level generell scheiße finde, ist das so eine Plattform, das musst du gegen etliche Gegner kämpfen, wirklich extrem viele. Und das sind auch alles sehr, sehr starke Gegner. Ja, und du stirbst einfach so oft, bis du keinen Bock mehr hast. Also ich schaffe das inzwischen, ohne zu sterben. Ja gut, ich habe das Spiel jetzt ewig nicht gespielt, weil ich Eternal Light jetzt nicht so gern mag. Und bei Dawn of the Dragon, das gut, da kenne ich jeden einzelnen dieser scheiß Geistkristalle, wo der ist. Ich habe das ja damals mit einer Freundin ganz oft gespielt. Da war ich 10 oder 11. Und immer noch nicht alt genug. Egal. Ja, da waren wir halt. Sie waren ja älter. Ich glaube, sie hätte schon spielen dürfen. Also, ich hatte Beaufsichtigung. Naja, dann ist ja okay. Dann ist ja okay. Ist Spaß beiseite. Wir hatten es dann halt immer zu zweit gespielt. Ich weiß gar nicht, was Spyro das immer gespielt. Ich glaube, das stimmt. Sie wollte mal Spyro spielen. Und durfte ich die coolere Version spielen, ja. Und. Sorry, aber jeder hat Zinder gespielt, das kann mir keiner erzählen. Ja, ich kann dazu nicht Nein sagen, deswegen lasse ich es lieber. Ja, und storytechnisch, es gab so zwei Dinge, wo ich einfach nur weinen musste. Und du weißt, was ich meine. Ja, unter anderem das Broken Soul. Ja, nee, ich meine jetzt aus Dawn of the Dragon. Also bei Broken Soul reden wir gar nicht von, davon muss ich heute noch heulen, ja. Ja. Ja, gut, aber okay. Also Dawn of the Dragon, auf jeden Fall die zwei Elemente, halt eben der Tod von Ignitus und halt eben das Ende vom Spiel. Ja. Und da ging es mir aber ähnlich. Also bei Ignitus Tod habe ich tatsächlich nicht weinen müssen. Da war ich tatsächlich so eisekalt, aber beim Ende stimmt, da habe sogar ich flennen müssen. Das war sehr emotional und sehr berührend. Ja. Auch songtechnisch wieder, ja, auch das, was das angeht, ist sehr großartig von, ich glaube, Gabriel Mann. Gabriel Mann und Rebecca Kneubuhl, also ganz toll. Die sind ja, glaube ich, auch beide Mitglieder in dieser komischen A-Cappella-Band Spiralmouth und die haben ja wiederum den Soundtrack gemacht für Crash Transcendity und Crash Tag Team Racing, was ja komplett A-Cappella war damals, was ja auch sehr, sehr gut war. Fandest das, glaube ich, nicht so doll, diese A-Cappella-Songs? Doch, ich mag A-Cappella generell gerne. Okay, ich dachte, du hättest mir mal gesagt, dass du die jetzt nicht so mögen tust. Aber egal. Ich mag A-Cappella. Jedenfalls, was ich sagen wollte, noch was anderes tatsächlich. Zu Melfor per se. Kannst du das gleich machen? Weil ich würde gerne noch eine Anekdote nämlich einführen zu Dawn of the Dragon, weil ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Jahren mal ein Let's Race gemacht haben zu Dawn of the Dragon, was an sich aber sehr, sehr spannend war, weil die Luna mir immer wieder in den Ohren gelegen hatte damit, dass sie unfassbar gut wäre in dem Spiel und alles von vorne bis hinten auswendig könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, das finden wir jetzt raus, ich fordere dich heraus zu einem Let's Race. Nach Haus hoch nicht! Also nein, bei Year of the Dragon war es knapper. Nee, so viel. Nee, ich glaube. Nee, bei Dawn of the Dragon war es knapper. Ich kann mich erinnern, ich war bei Schwebende Inseln, also dem letzten Level war ich fertig. Da warst du, glaube ich, gerade mit Melfor durch. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also meines Wissens war das so. Und ich glaube, bei Year of the Dragon war es eher so,
dass ich erst im Rennen gegen dieser Squatsche war, wo du aber schon fertig warst. Ja, aber ich hatte es ewig an. Eigentlich wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, hätte ich nicht ständig dieses blöde Rennen gegen dieses Quatsche verloren. Oh, das ist so ein Kack, ey. Und ich glaube, ich Das war zu kannst du dem. beim ersten Mal eh nicht gewinnen. Also, ich glaube, ich war auch beim Rennen gegen das Quatsche noch nicht fertig, als du fertig warst mit dem Spiel. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, da hast du deutlicher gewonnen als bei Dawn Ja, of the und dann gab Dragon. es ja noch das für Eternal Night fucking Eisprüfung. Genau, stimmt. Das gab's ja auch noch. Da waren wir ziehen, da waren wir echt lange gleich auf, kann ich mich erinnern. Und dann war ich plötzlich aber vor dir. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt passieren konnte. Ja, weil ich Das war glaube, ich jetzt wie hatte. Scamp oder wie der heißt, diese Genau, komischen Piratenbücher. bei Scape hatte ich ziemlich viel Zeit verloren bei dem Bosskampf, weil ich da ziemlich festhing in beiden. Da warst du Nee, dann. ich war doch erst bei dem Bosskampf. Und du so, hä, wie hast du mich denn jetzt überholt? Ich so, ja, die hat dich überholt. Hä? Ich war in dem Moment so, hä, wie habe ich das denn jetzt Ich gemacht? weiß es leider auch nicht Weil mehr du so wirklich. vor Ich mir hab, warst. das, was ich wirklich nur im Kopf habe, ist, wir waren dann irgendwann auf der Insel, auf der, wie hieß jetzt nochmal die Insel? Auf der weißen Insel, und wir kamen dann in die Elementprüfungen, und ich war dann schon Hasse fast mein durch. Leben. Ich war dann schon fast durch und hörte immer nur, da, diese Eisprüfung! Scheiß Eisgolems, Und Alter. ich glaube, Diese du Nerven. hattest irgendwann auch aufgegeben und warst immer noch nicht fertig mit der Eisprüfung, als ich dann schon aufs Ende zuging. Ja, es war halt wirklich. Es ging nicht. Es hat nicht funktioniert. Ich find's aber lustig, dass mein Charakter, also meine Sona hier, ein Eisdrache ist. Ja, du magst ja auch Eis an sich, aber diese Ja, Eisprüfung ist und dein diese persönliches Prüfung. Waterloo. Also ganz ehrlich, wäre ich wirklich mein Charakter, müsste diese Prüfung machen, würde ich dem Historiker einen Mittelfinger zeigen. Und Ja, dann, bist du eigentlich komplett scheiße? Ah! Okay, gut, regen wir uns nicht weiter darauf auf. regst dich nur auf, ich lach drüber. Ja, du ja Deswegen, auch. also, Dawn of the Dragon war ja in der Hinsicht auch ein anderer Teil, weil ja halt eben dann auch ein anderer Entwickler dran war, wie ich ja schon gesagt habe, Etrange Lebelü, der ja halt auch einiges verändert hat. Der Look war anders, die Feinde waren plötzlich auch andere. Was mir persönlich so ein bisschen auf den Sackgang gegangen ist, weil dadurch Passagen dabei waren, die so schwer waren. Hä? Welche? Also für mich zumindest, also ich hatte Riesenprobleme gegen zum Beispiel diese zwei Golems im verbrannten Land. Wo du Ach, da. die Piss einfach. Ja, für dich, ich fand die ziemlich schwer. Also ich finde Dawn of the Dragon immer noch mit eines der schwersten Teile. Und ich renne da einfach so durch wie so ein Berserker. Ja, weil du den Super. halt von vorne bis hinten auswendig kennst, du hast das. Ewig mit einer Freundin das gespielt, wirklich ewig und 3 Jahre Ja. gefühlt. Und bei Das mir war war, echt bei mir war extrem. das Problem, dass ich schon immer mein Leben lang, das gebe ich auch offen zu, einer war, der gerne Cheats ausgenutzt hat. Und das Spiel hatte einem das halt angeboten, dass man Cheats für Ja. unendlich Leben, unendlich Mana hatte. Und das habe ich dann halt genutzt und habe dann meistens auch so gespielt. Und deswegen kannte ich das auch gar nicht so, wie man ohne diese Cheats spielt. Ich habe die Cheats halt nie gekannt. Ja, ich schon. Ich hatte die damals beim Spiel sogar mit bei. Oh Komischerweise. lol. Ich habe immer noch das englische Lösungsbuch ja hier von Dawn of the Dragon. Dabei Perfekt. brauche ich das nicht mal. Nee, das brauchst du wirklich nicht mehr. Nee. Vor allem das Ding ist, tatsächlich, was mich früher, also als ich die Spiele, glaube ich, die ersten beide Mal gespielt habe, war es tatsächlich diese Elite-Gegner. Das waren dann die mit diesen besonderen Ja, Masken. die musstest du ihn erstmal abschlagen, mit Ja, dem mit du dem das richtigen jeweils. Element. Und Genau. teilweise, was hat zum Kotzen, weil manche Elemente sahen ja gleich aus. Ja, ich glaube Zum Feuer. Ich Beispiel glaube Erde Feuer. und Erde und Gift Gift sah waren gleich aus und Feuer und. Furcht. Nee, von Furcht war es nicht. Was war denn das? Eis und Wind sah noch recht gleich Ja! aus. Und ich sag so, wieso klappt das nicht? Oh, falsches Element. Das war teilweise wirklich gemein. Ich glaube aber Feuer und Elektrizität sah auch noch so ein bisschen ähnlich Nee, aus. nee, nee, bei Elektrizität und Feuer, da konnte man noch auseinanderhalten Ja, gerade, okay, gut. aber sonst war das echt. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich Dawn of the Dragons schon ewig nicht mehr gespielt habe, Ich deswegen. aber auch nicht. Ich habe eben generell lange kein Spyro-Teil. Das letzte Mal, glaube ich, Year of the Dragon. Natürlich, was auch sonst. Natürlich. Die of the Dragon geht immer. Ja, immer doch. Brauche ich ja nicht für, wirklich lange für. Nein. Da kenne ich ja meine ganzen Glitches. Vor allem, als wir dann dieses Let's Race gemacht haben, so. Ich so, hey, gut, dürfen wir die Glitches? Nein! Vor allem, das Geilste fand ich immer noch, das hatten wir damals auch, zumindest die ersten 8 Parts hatten wir noch bei YouTube veröffentlicht, Ja, wo du im ersten Part noch gesagt hast, ja, ich chill hier mal so eben durch die Level durch und ich sehe, flitzt da durch wie eine Bekloppte. Ich hab mir, Alter, das nennst du chillen? Das ist für mich ich bin flitzen! wirklich langsam. Das ist kein Scheiß. Jetzt bin ich
Keller. Lassen wir das. Es geht nicht. Und dann habe ich halt Enricos Part gesehen, weil wir haben immer die gegensätzlichen gesehen dann. Ja, und dachte, ich hätte den Zeitlupenmodus an. Warum? Ich denke mir so, die sind hier nicht in Enter the Dragonfly. Aber es ist okay, ich kann mich damit nach wie vor arrangieren. Die Luna hat, wie schon des Öfteren gesagt, zu Hause eine Urkunde, auf der ich ihr attestiere, dass sie in Neo of the Dragon mehr Skills seit ich hatte. Und das gebe ich auch offen zu. Damit habe die ich hängt gerade neben mir, in einem Bilderrahmen. Ja, die habe ich ihr damals geschrieben und die hat sie sich auch gleich eingerahmt. Da ist sie ganz besonders stolz drauf. Darf sie auch sein. Ja. Hat sie jedes Mal. Ja, und das ist der Gutschein für ein tägliches Lächeln. Ach ja, stimmt, den habe ich dir auch mal geschenkt. Und gleich daneben das eine Gedicht. Das ist eine ganz persönliche Ecke hier. Stimmt, ja, das hatte ich ja auch mal gemacht. Aber gut, so viel halt zur Legend of Spyro Trilogie, was ja 2008 dann zu Ende ging. Und dann, 2009 oder nicht? Nee, 2008 war es tatsächlich. Echt jetzt? Ich dachte, das wäre 2009 gewesen, als Dawn of the Dragon rauskam. Nee, es war 2008. 2006 kam A New Beginning, nicht Enter the Dragonfly. Dann 2007 The Eternal Night. Und dann 2008 Dawn of the Dragon. Du verarschst mich gerade. Nein, ist wirklich so. Kannst du mir glauben? Ja, tatsächlich, 2008. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Das musst du jetzt wissen. Tja, Thaddeus. Das hätte ich nicht gedacht. Ist aber so. Entschuldigung. 10 Jahre war es dann ruhig. Aber zu Eternal Night fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Naja, 10 Jahre ruhig stimmt ja auch nicht so ganz. Wir wollen es nicht erwähnen. Das gehört nicht in dieses Video hier rein. Ich sag nur, es gab Skylanders, aber niemand redet darüber, Ende. Skylanders war Skylanders, aber es ist kein Spyro. Punkt. Nein, auch wenn es das erste außer vielleicht die Netflix-Serie, damit kann ich mich arrangieren. Die war wirklich gut. Die war wirklich gut, ja. Da muss ich zustimmen, die war wirklich gut. Aber habt ihr Netflix geguckt, Jörn? Was ich jetzt aber noch zu Eternal Night sagen wollte, das war auch so ein Kritikpunkt, den ich überhaupt nicht verstehen konnte. Die haben dem Spiel vorgeworfen, es wäre zu düster gewesen. Wo ich mir denke, Alter, das Spiel heißt die unendliche Nacht. Was erwarte ich denn davon, wenn in dem Titel die unendliche Nacht steht? Hallo, Friede, Freude, Sonnenschein, bitte. Natürlich. Nee, klar, ich als Kind fand das auch. Ich bin generell kein so großer Fan von so dunklen Spielen. Klar, Eternal Night macht Sinn, weil es heißt Eternal Night. Richtig. Aber ich denke mir halt so, gut, gerade als Kind ist sowas dann nicht so geil, gerade wenn man das sagt. Weil, ganz ehrlich, ich finde, wenn man das kritisiert, kann man auch gleich sagen, ich finde es nicht gut, dass Spyro lila ist, weil ich mag die Farbe nicht. Ja, toll. Ja. Super. Er ändert doch irgendwann seine Farbe. Dann wird er schwarz. Besser. Ja. Er sollte ursprünglich grün werden. Farbe. Stimmt, tatsächlich. Ja, ich weiß. Das haben sie aber rausgenommen, weil... Kirby sollte eigentlich gelb sein. Grün haben sie aber rausgenommen, weil man befürchtet hatte, dass Spyro sich nicht so sehr vom Grasboden abheben würde. Danke. Egal. Okay, kommen wir zum Abschluss mit diesen Teilen, weil 10 Jahre später, ja 2018, hatten wir schon vorhin angesprochen, kam ja dann die Reignited... Dazwischen war nichts. Genau, dazwischen war einfach gar nichts. Überhaupt nichts, rein gar nichts. Genau. Und dann kam die Spyro Reignited Trilogy, die mich ja damals schon unfassbar Ekstase ausgelöst hat, wo nur davon gemunkelt wurde, dass sie kam. Wirklich? Wäre ich ja nicht drauf gekommen. Nein, überhaupt nicht. Und ich weiß auch. Mir war es dann ja, ich musste noch extra eine PlayStation 4 dafür anschaffen. ich weiß. Jetzt kommt die scheiß PlayStation 5, was hast du? Ja, gut, mal gucken, ob es. Möglich, der ist ja noch in Spyro-Teil und ich sitze so. Tja, mal gucken. Sehe ich aus wie Krösus, ihr Penner? Tja, Thaddeus. Geld wächst nicht an Bäumen. Wir sind nicht in Animal Crossing, wo das möglich ist. Wie in Kim Possible mal gesagt wurde, wächst das Geld doch auf Bäumen. Denn Geld wird aus Papier gemacht. Und wo kommt das Papier her? Von Bäumen. Folglich wächst das Geld doch auf Bäumen. Oh Gott. Das hätte auch von Geldsack stammen können. Ist aber tatsächlich vom Vater von Kim Possible, das Zitat. Naja, gut, auf jeden Fall. Aber ich kann mich noch erinnern, dass du mir damals eine WhatsApp geschrieben hattest, wo du mir völlig ekstatisch in deiner Sprachnachricht gesagt hast, der Trailer zu Spyro Reignited Trilogy ist draußen. Und ich sofort, was, wo, wir sehen. Du warst so richtig so überhyped und ich denke mir so, hast du deine Beruhigungstabletten vergessen? Brauche ich nicht, die hätten auch nichts gebracht. Und ich hatte damals direkt auch eine Reaction dazu aufgenommen und... Scheiße war ich geflasht. Ich hab dir dann einfach das Video geschickt und dachte mir, beiß mir bitte jetzt nicht die Hand ab. Meins! Häufiger Hund. Will ich haben. Ja, und dann habe ich mich halt auch entschlossen. Ich habe meine PlayStation 4 lustigerweise am Valentinstag bekommen.
Das war mein Valentinsscherz. Ach ja, stimmt. Ja, da kann ich mich auch noch dran Genau erinnern. an Valentinstag, das war richtig lustig. Ja, aber dann, sag ich mal, kam noch im Vorfeld zu einer Sache eine Geschichte, die unfassbar unschön war und die mich heute auch noch ankotzt. Du weißt, wovon ich rede, sicherlich. Gerade nicht. Die Downloadkiste. Ach, der Scheiß, den habe ich schon wieder verdrängt. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass da ein, es damals ein Video gemacht wurde. Ich weiß nicht mehr von wem, wer das war. Das hat mich so richtig wütend gemacht, weil da nur im Thumbnail Stimmt. stand, schon vor dem Release verkackt. Und der auch da gemeint hatte, von wegen, dass die. Man musste ja den ersten Teil, also wenn man die Disc hat gekauft, sich gekauft hatte, hatte man nur Teil 1 komplett und Teil 2 und 3 mussten durch zusätzliche Daten gedownloadet werden. Und da haben so viele deswegen ihre Vorbestellung gecancelt und gesagt, nee, das unterstütze ich nicht. Auch auf Amazon gibt es tausendfache Bewertungen, die sich darüber hatermäßig äußern, so will ich sagen. Wo ich mir nur denke, Alter, was ist euer Problem? Das ist doch heute nichts Neues mehr, dass es ein Day-One-Patch gibt und man sich was runterladen muss. Das ist nichts Neues eigentlich, nicht wirklich, nein. Und vor allem, es geht ja auch immer mehr in diese Richtung, dass vieles mehr digital wird. Also, ich weiß, ich bin auch kein Fan davon, es komplett digital zu haben, aber ich sag mir, wo ist bitte das Problem, wenn man sich am ersten Tag, wo das Spiel installiert wird, gut eine Menge an Dateien runterladen muss, um es dann zu spielen. Da kamen dann viele mit dem Argument, ja, wenn einer eine schlechte Leitung hat, dauert das 2 Tage, bis das runtergeladen wird. Wo Bullshit, ich. das hat bei mir. Ich habe eine Kupferleitung, also wirklich. Bei mir ist das Internet so scheiße, wie es gar nicht gehen mag. Und bei Ja. mir hat das, ich glaube, höchstens 2 Stunden gedauert. Und glaub mir wirklich, meine Leitung ist scheiße as fuck. Ja, das kann ich bestätigen. Aber trotzdem, Wow, danke. trotzdem lasse ich dieses Argument nicht gelten, weil dann sage ich mir, okay, dann dauert es halt eben, bis es runtergeladen wird. Na und? Dann hast du es aber fertig, du musst es nie wieder machen. Vor allem, es ist Ach, doch. Mann, ich könnte mich schon wieder voll aufregen darüber. Mein Blutdruck ist schon wieder jenseits von Gut und Böse, weil mich das so ankotzt. Jeder, der dazu so einen negativen Kommentar gelassen hat, wollte ich einfach nur in den Kopf greifen und gucken, ob da was vorhanden ist, was Positives beitragen kann und ob das einfach nur eine leere Hülle ist. Natürlich, ich muss sagen, ich hätte auch viel lieber alle 3 CDs in der Hand gehabt. Das wäre für mich als einfach persönlich schöner gewesen, aber es juckt mich nicht, wenn man es halt gedownloadet hat. Also du meinst, dass man praktisch für jedes Spiel eine Disc gehabt Ja, hätte? oder halt alle Spiele auf einer Disc, ist ja Ja, egal, aber ne? das wäre halt auch nicht gegangen, weil das hätte bedeutet, dass Activision höhere Produktionskosten gehabt hätte, was wiederum den Preis wieder angehoben hätte. Und ich finde das Spiel, du hast 3 Spiele für 39,99 bekommen oder 37,99. Das ist für heute Teilweise ein. sogar einmal für 30 Euro, weil es mal reduziert würde, Genau, Vorrat. das ist heute nicht mal die Hälfte, weniger als die Hälfte von einem Vollpreis für ein ganz neues Spiel. Also bitte. Nicht rummeckern, bitte. Richtig. Okay. Musste raus. Das war jetzt Ganz ein ruhig. bisschen laut, aber das musste einfach raus, weil mich das Thema heute noch ankotzt einfach. Aber trotzdem können wir ja damit konform gehen, dass wir. Also ich mehr hin und weg war von der Reignited Trilogy. Du hattest dich Ich fand damit sie auch. okay. Du warst auch damit zufrieden, hast aber auch War gut. gesagt, die Originaltrilogie ist dir immer noch lieber. Ja, sagen wir so, es lag halt größtenteils einfach daran, weil Year of the Dragon für mich teilweise, gerade beim Skateboard-Passagen, so scheiße irgendwo zu steuern war, wo ich mit, also wirklich, da durfte er nur ganz minimal falsch aufkommen und dann war für den Arsch. Ja gut, wobei ich finde, dass das inzwischen auch nicht mehr so ist, weil es kann sein, dass sie das gepatcht haben inzwischen so ein Oh, bisschen. echt? Also ich fände es nicht mehr so krass. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich mich ja schon sehr viel deutlicher daran gewöhnt hatte als du, weil ich das Spiel ja auch sehr viel öfter gespielt hatte als du. Ich hab's nur einmal gespielt. Ja, deswegen, also. Ich Ja, meine, auf jeden Fall war es Latte. wenn die Steuerung in gewisser Weise anders ist, je öfter du es spielst, desto mehr gewöhnst du dich ja auch daran. Also insofern Ja, aber auf jeden Fall was. könnte vielleicht auch daran liegen. Was ich jetzt aber noch sagen wollte, auf jeden Fall, ich mochte aber hier Spyro 1, also Dragon, einfach wirklich auf der Reignited Trilogy so viel lieber.
Das war so schön. Ja, warum? Weil zum einen, erstmal hat jeder Drache ein anderes Design, was ich ziemlich cool fand. Das war großartig. Es sah wunderschön aus, generell, das ganze Spiel sah wunderschön aus, das ist selber ein Fakt. Und es war halt einfach angenehmer zu spielen und nicht so klobig wie damals. Ja. Aber, also du bleibst ja dabei, dass du halt sagst, die Originaltrilogie würde dir gefällt dir halt immer noch besser im Gesamtpaket. Ja. Aber ich sag mal so, das ist ja auch nicht schlecht, weil es nur so wieder ausdrückt, die Originaltrilogie ist auch noch was ganz Besonderes. Das ist ja, sag ich mal, auch das größte Kompliment, was man über die Trilogie eigentlich aussprechen kann. Eben. Liegen auch schön neben mir. So, jetzt haben wir eine gute Stunde über diese, sogar mehr als eine Stunde, jetzt über die bisherigen Spiele geredet. Jetzt fragt euch natürlich, was reden die denn die ganze Zeit über die alten Spiele, was bisher passiert ist. Ja, das war, finde ich, jetzt aber auch nötig, weil die Spyro-Geschichte trotzdem auch sehr umfangreich ist. Weil Spyro existiert nun mal seit über 20 Jahren und hat halt auch sehr viele Erinnerungen für uns auch und auch für viele andere produziert. Gab ja dann auch noch von Spyro einen kleinen Gastauftritt in dem Remake von Crash Team Racing. Was ja auch nicht unerwähnt bleiben soll, weil das ist eigentlich, wenn man so will, eine ganz, ganz große Sache gewesen, weil Spyro war an sich in einem Crash Team Racing nie dabei, bis auf ein einziges Mal. Du weißt wo? Wie hieß jetzt nochmal? Scheiße. Drei. Ich weiß nicht mehr, wie der Crash Racing Teil da hieß. Crash Nitro Kart, aber nur in der GBA-Version. Geht keine anderen. Ich hatte mir damals Crash Nitro Kart extra für die GBA geholt, nur weil ich mit Spyro spielen wollte. Das war der Grund. Und ich habe gefühlt alle anderen GBA-Teile jetzt zu Hause. Und Nintendo. Ich habe eigentlich jedes Spiel. Sogar diese von McDonald's, die es damals gab. Ja, die kenne ich auch. Die sogar die habe ich. Die kenne ich auch noch. Und das Originallösungsbuch von Spyro the Dragon für die PlayStation 1 auf Deutsch. Ja, wir sind schon ziemliche Spyro-Suchtis. Aber wir sind stolz drauf, weil das ist unser Videospiel. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Nee, Moment. Falsches Sorge. Wir sind halt eben Nerds, was das angeht, weil wir, das ist unser Videospiel-Erbe, worauf wir stolz sind und wir freuen uns einfach auch zu dieser Fangemeinde zu zählen. Weil wir sehen ja, wir haben ja auch gesehen jetzt mit der Reignited Trilogy, als das angekündigt wurde, wie toll, sag ich mal, auch die Fangemeinde sich präsentierte. Da gab es unzählige Artworks, die haben sich ständig ausgetauscht mit Activision und Toys for Bob, was man nämlich besser machen könnte, was ihnen gut gefällt, was noch verbessert werden könnte. Und das hat ja Toys for Bob auch wirklich so umgesetzt und die haben ja auch viel mit den Fans korrespondiert, was ich übrigens ganz toll finde. Ich glaube, die haben ja auch so unter anderem hier den Canadian Guy A und Jordan Fringe und, oh Gott, wer war es noch? Josh Gaming, die drei, die waren ja sehr bekannt damals, weil sie ja ihre Einflüsse da in der Spyro-Fangemeinde über YouTube haben fließen lassen. Und die haben die ja, glaube ich, auch wirklich zu einem Event innerhalb des Studios eingeladen und haben die frühere Vorab-Version spielen lassen, um von ihnen Feedback zu bekommen. Fühlt sich das Spiel gut an? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Wow! Das fand ich so eine großartige Sache. Das machen nicht wirklich viele Entwickler. Dass es Beta-Versionen gibt, die rausgeschickt werden an diverse Spiele. Das macht EA, das macht auch Activision oft. Also, das gibt's an sich. Aber dass so wirklich sich Entwickler direkt Fans zur Brust nehmen und sich auch Wünsche und Anregungen anhören, das gibt's so in der Form eigentlich nicht wirklich. Stimmt, also das ist echt, boah, das ist krass. Da war ich auch wirklich ganz stolz darauf, ein Mitglied dieser Fangemeinde zu sein, weil es mir einmal wieder gezeigt hat, wie stark das nach wie vor auch ist. Die Fangemeinde wurde immer, also Spyro wurde ja damals abgeschrieben von Activision, weil sie gesagt haben, bringt nichts mehr, wir machen kein Geld mehr damit, die Fangemeinde, die existiert an sich nicht mehr. Eventuell liegt es daran, weil ihr Spyro für Skylanders benutzt habt. Nee, das war noch zur Zeit, wo The Legend of Spyro aktiv war. Da war ja Spyro erstmal tot. Und da hat man dann einfach wieder gesehen, wie groß die Fangemeinde nach wie vor ist. Ich meine, die Reignited Trilogy war wochenlang auf Platz 1 der Spielecharts, unter anderem in Großbritannien.
Ja, stimmt. Vor allem, ich finde es immer noch lustig. Ich habe das Spiel sogar noch vor Release bekommen und das in einem Laden. Ich auch. 5 Tage vorher, glaube ich. Ich war nämlich mit einem Kumpel halt dahin, wollten gerne was holen. Ich so, lass uns mal eben kurz in den oder den Laden, weil eigentlich dürfen die das nämlich nicht vorher verkaufen, deswegen nenne ich den jetzt mal nicht. Das ist, glaube ich, selbst wenn, das würde ich jetzt auch nicht wirklich. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir waren dann da und ich so, ich habe es für die Xbox gesehen, da habe ich einfach mal nachgefragt, ob sie es für die PlayStation 4 noch hätten. So, ja, ich muss es nur nachstellen, weil es halt so schnell vergriffen ist. Ich so, hat es mir halt in die Hand gedrückt. Ich so, meins. Ich liebe sie. Sinne. Oh, gut, dass ich mein Handy auf lautlos gemacht habe. Ich hatte gerade angerufen. Nö. Also, im Großen und Ganzen bleibt festzuhalten, Reignited Trilogy, was ganz Tolles, belebt das Franchise wieder, war ja bei Crash Bandicoot genauso und hat uns beiden sehr, sehr viel gegeben. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem, was in diesem Podcast auch noch mit einfließen soll, nämlich die Zukunft von Spyro und was da eben noch passieren könnte. Was wäre zum Beispiel möglicher neuer Titel? Ich würde dazu gerne erstmal einbringen, dass ich mir durchaus wünschen würde, sowas wie Spyro A Hero's Tale nochmal zu bekommen. Bevor du jetzt irgendwas Negatives dazu sagst, lass mich erst kurz ausreden. Ich habe ja schon damals gesagt, dass, nicht damals, vorhin habe ich ja schon gesagt, dass ich ein Riesenfan war von Crash Transsanity. Und ich auch gesagt habe, dass mir das bei Heroes Tale unfassbar gut gefallen hat. Ich würde mir einfach mal wieder so ein richtig Open World Spyro wünschen. So wie zum Beispiel auch, oh Gott, wie hieß denn das nochmal, dieser Zelda-Teil, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Meinst du jetzt Breath of the Wild? Danke, genau, der ist es. Der war ja auch so offen, so Open World-mäßig, so total weit und offen. Und sowas würde ich mir ehrlich gesagt für Spyro auch mal wünschen. Nicht, dass es jetzt darum geht, die Edelsteine einzusammeln, dass es, dass dafür 100% benötigt werden, sondern dass es möglicherweise auch mal um andere Sachen ging. Weil das war ja in der Heroes Tale auch so, dass die Edelsteine nicht Bestandteil waren von 100%, sondern andere Sachen, die Dracheneier, die Lichtedelsteine und was war es noch? Ach, die dunklen Edelsteine, genau. Ja, bei mir war es ja nicht das Problem, dass es Open World war. Das fand ich eigentlich auch relativ okay und cool, aber es war halt einfach so, ich weiß nicht, das lag wahrscheinlich am Setting und weil mir einfach sehr vieles von den Leveln halt einfach auch nicht gefallen hat. Was bei Heroes Tales, sag ich mal, wirklich beschissen war, war die Stimme von Spyro. Die war wirklich nervig, weil sie auch einfach nicht gepasst hat zu Spyro. Ja, das war echt ätzend. Ich würde immer noch sagen, dass mit die besten zwei Stimmen, die Spyro je hatte, war einmal Timo Niesner, der in der Legend of Spyro Trilogie Spyro synchronisiert hat auf Deutsch, oder Ja. die deutsche Stimme von Spyro, die er in Gateway to Glimmer hatte. Das, finde ich, sind immer noch die beiden besten. Den Year of the Dragon auch. Na, die fand ich irgendwie wieder so unpassend, weil der so, der klang so erwachsen. Zu erwachsen für Spyro, fand ich, weil Spyro war ja eigentlich noch ein Jungdrache, also noch ein Drachenwelpe, deswegen passt das für. Ja, Welpe vielleicht jetzt nicht, Nein, ich habe aber. das Wort jetzt nur genutzt, weil in irgendeinem Spyro-Spiel wurde das ja auch mal verwendet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welchem. Vor allem das Ding ist, Spyro wurde ja sogar mal als Drachenwelpe gezeigt, als er gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Moment, jetzt Im musst du. Spiel, das ist aber im GBA-Teil von der New Beginning gewesen, da war er gerade aus dem Ei geschlüpft. Da hat er doch die Ah Schale, ja, glaube ich, auf dem Kopf stimmt. gehabt. Das Stimmt. war Ja, stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. Das war wirklich süß, ja. Das habe ich aber auch nur einmal gesehen, danach leider nie wieder. Ja gut, ich für meinen Teil, ich hab sogar noch die Eternal Night für den Game Boy habe ich sogar in Originalverpackung hier stehen. Könnte mal viel wert Und noch ein sein. anderes. Und noch ein anderes. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich Ey, glaube Adventure oder irgendwie so. aber könnte mal viel wert werden. Wer weiß? Ja, weiß. Aber das wäre so, ich sag mal, was ich mir durchaus wünsche. Oder sowas hier halt auch wie bei Ratchet und, na gut, Ratchet und Clank ist wieder so Mainstream. Da gibt es halt wirklich schon eine direkte Richtung, in die du gehen musst. Ich Oder hab's nie so wirklich gespielt. Ich kann da nicht so viel zu ja, aber bei sagen. Sly Cooper, das hattest du dir, glaube ich, mal angeguckt. Also Sly Raccoon hieß das ja eigentlich sogar. Jedenfalls, das war auch Open-World-mäßig so ein bisschen aufgebaut, allerdings auch mit so wie Ratchet und Clank geraden Passagen. Also, aber ich denke, ihr merkt, wo ich hin will. Also, es geht mir halt darum, dass ich mir gerne mal so einen offeneren Spyro wünschen würde. Ich meine, an sich ist ja Spyro schon mit den ganzen Welten sehr, sehr offen, aber es darf ruhig für mich auch noch offener sein. Also, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber jetzt kommen wir noch mal zu der Passion, die du hast für
für ein zukünftiges Spiel, weil da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Oh ja. Oh ja. Also du meinst jetzt sowas zum Beispiel, dass vielleicht auf der PlayStation 5 rauskommen könnte? Allgemein in Zukunft. Ich meine, die PlayStation 4 sind ja nur, bis zur PS5 dauert es ja noch ein bisschen und ja, gut, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mir unbedingt jetzt zum Anfang der PS5 schon ein neues Spyro-Spiel wünschen würde, weil da die Gefahr für mich besteht, dass es verhunzt werden könnte, weil erinnern wir uns zurück an die ersten PS2-G-Versuche von Spyro und Crash, waren ein Griff ins Klo. Wobei, ja, gut, der Zorn des Collins würde ich jetzt nicht als Griff ins Klo bezeichnen, das war auch noch ein gutes Spiel, aber Enter the Dragon Climb. Man sollte genau, man sollte noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit die PS5 sich auch noch ein bisschen ausreifen kann. Deswegen, also es kann für mich ruhig gerne klar noch einer für die PS4 kommen. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Ja, aber du weißt jetzt, was ich meine, so PS4, PS5-mäßig. Auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du, sag mal, dir für einen neuen Titel wünschen würdest. Also auf jeden Fall, dass vielleicht Cinder ja dabei ist, weil Cinder wird halt einfach gefühlt von jedem geliebt. Das ist Cinder. Aber ich meinte jetzt eigentlich nur das andere, über das wir noch geredet hatten. Meinst du jetzt das mit Crash und... Genau. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade drauf eingehen. Und zwar, es gab ja schon früher Spiele, wo man sagen konnte, dass Spyro und Crash halt zusammen, ja, ich sag mal, zusammengearbeitet haben. Sich zwar am Anfang nicht mochten, sich aber, glaube ich, später wie Brüder bezeichnet haben. Na, nicht mögen war es nicht. Sie haben einfach gedacht, sie wären Feinde. Ja, ja, eben drum. Deswegen, Gott, ich habe das Spiel richtig gespielt. Das war von dem Spiel, wovon wir reden, das ist Spyro und Crash Fusion. Genau, Spyro Orange und Crash Purple. Wo halt Ripto und Cortex die Gegner in der ersten Welt so erschaffen haben, dass sie in Crashs Welt wie Spyro aussehen und in Spyros Welt wie Crash. Deswegen dachten die beiden auch, sie wären Feinde, als das erste Mal aufeinander trafen. Ah ja, genau. Wie gesagt, das ist schon Jahre her. Aber bei mir noch nicht so lange. Ja, ich hab's halt ewig nicht gespielt. Liegt zwar hier, aber ich hab's ewig nicht gespielt, aber ich hab's gemocht. Egal. Also jedenfalls, dass halt wieder Crash und Spyro mal wieder was ein Spiel zusammen haben, weil die irgendwie auch sehr gut zusammenpassen. Mhm. Und wenn ich zwar nie so ein Crash-Fan war persönlich, ja, finde ich es aber einfach cool, weil die irgendwo zusammenpassen. Die sind irgendwo, sind wirklich quasi wie Brüder auf der PlayStation 1. Sind die Sony-Maskottchen, die damaligen. Und ja gut, jetzt nicht mehr, aber... Ja, aber das kann man ihnen trotzdem nicht mehr wegnehmen. Das waren sie damals. Das stimmt. Das, was damals Sega hatte mit Sonic, das war, oder mit Nintendo mit Mario, das waren Spyro und Crash auf der PlayStation. Oder Pikachu. Na, Pikachu würde ich jetzt nicht als Maskottchen bezeichnen von Nintendo, eher als Maskottchen für Pokémon. Na, von Game Freak. Egal, aber du hast halt schon recht damit und ich würde mir das halt auch wünschen, weil auch was das angeht, man unfassbar viel Potenzial auch hat, um das in die Spiele mit einzufließen. Also zum Beispiel Passagen oder Level, die man ständigen Wechsel zum Beispiel schaffen kann. Ich kann mich noch erinnern an, ich weiß, du fandest das Spiel nicht so toll, weil es so unfassbar gruselig war. Es war auch echt creepy. Er findet Nemo. Da gab's dieses Level, wo du so diesem Dunkellevel geschwommen bist und da gab's diese Röhrenkombination und du musstest dich immer mit dem jeweiligen anderen Fisch abwechseln, weil ein Fisch konnte nur bestimmte Passagen schaffen und der andere nicht. Ja, ich erinnere mich und ich hatte als Kind wirklich Angst davor. Ich auch. Das Spiel nicht mal mehr. Ich hab's halt gekauft, wo ich bin dazu, geh aus meinem Haus. Ich glaube, das Spiel ist ab 6 oder ab 12 Jahren freigegeben und ab 6. Tatsächlich ab 6. Okay, dann ist es sogar noch echt krass, weil es gibt teilweise Passagen, die sind wirklich unheimlich an diesem Spiel. Wer das nicht kennt, der soll sich bitte mal ein Let's Play angucken oder Gameplay-Material zu Findet Nemo auf der PS2. Das ist teilweise unfassbar creepy, was da abgeht. Aber gut, aber das wäre so halt für mich auch eine Denke, wie das eben ablaufen könnte, dass die beiden sich halt wunderbar gänzen kennen und dass sie ja auch im selben Universum spielen, das wissen wir ja auch dadurch, dass sie eben schon in dem Spiel des anderen aufgetreten sind. Mhm. Ja, was wäre sonst noch eine Möglichkeit? Also, ich habe ja auch in den schon drüber nachgedacht, dadurch, dass ja halt die PS5 ja jetzt auch angekündigt wurde, habe ich ja auch am Anfang des Podcasts gesagt, dass es ja auch den Trailer gab zu Ratchet und Clank, Rift Away, oder hieß es so? Rift Away, ich glaube Rift Away, ist aber egal. Dass man da schon gesehen hat, was ist möglich mit der neuen Konsole. Und da denke ich mir halt auch, was kann man davon in Spyro oder so einfließen lassen? Gibt ja zum Beispiel diese Dimensionssprünge,
die praktisch die Ladezeiten ersetzen, die einfach praktisch nicht mehr vorhanden sind. Und wie könnte man das in Spyro integrieren, wäre so meine Frage. Und weiß ich, was würde dir da so einfallen? Boah, ich wüsste ja jetzt gerade nicht so genau. Ja, weil ich meine, aber was ich damit halt sagen will, man sieht ja schon, es geht mehr. Die Horizonte erweitern sich und da ist dann wirklich die Frage, wohin kann Spyro noch gehen? Vielleicht mal in so einem Spiel wirklich fliegen? Also jetzt nicht so wie in Dawn of the Dragon, dass man halt eine Begrenzung hat. Genau. Dass man wirklich komplett fliegen kann. Das wäre für mich mal so epic, gerade so ein Open World Ding, das ist so ja, epic. Deswegen das passt dann auch wieder zu dem, was ich gemeint habe, so ein komplett Open World. Das könnte im Laufen, sag ich mal, vielleicht ein bisschen anstrengend irgendwann werden. Deswegen, warum nicht, dass man Spyro fliegen lassen kann, permanent? Vor allem, er hat Flügel. Für irgendwas müsste die doch zu gebrauchen sein. Da erinnere ich mich auch noch an ein Zitat aus einem Comic von einem Mickey Mouse Magazin damals noch. Was Flügel hat, das fliegt auch. Da ist die Natur stur. Ist halt echt so. Deswegen, also, ich meine, die PS5, da kann man ja mit Sicherheit auch große Welten erschaffen. Deswegen. Wenn das die Switch schon hinkriegt. Dass irgendwo eine Grenze der Welt schon gibt, das ist klar. Das muss auch so sein. Aber dass man so, sag ich mal, nicht dieses hat, dass wenn man über ein gewisses Hindernis oder eine gewisse Wand drüber fliegt, dass dahinter nichts ist, dass sowas zum Beispiel verschwindet. Das war ja bei Enter the Dragonfly so, dass wenn man diesen Glitch mit dem Fliegen ausgenutzt hat, dass wenn man nicht durchs Tor geflogen ist, sondern über Wände hinüber geflogen ist, dass dann dahinter plötzlich nichts mehr war. Dass das sich größtenteils aufgelöst hatte. Und ja, eben. Es ist was seltsam. Und deswegen, warum nicht, dass man das bei der PS5 nicht mehr hat? Dass man einfach wirklich so große Hindernisse überfliegen kann und dann eben das auch so die Welt erkunden kann. Das wäre so cool. Weil ich bin ja auch einer, der gerne das hat, dass man dem Spieler die Wahl überlässt. Dass man sagt, okay, du kannst jetzt fliegen, das erleichtert dein Spielerlebnis. Du kannst aber auch sagen, okay, ich mache es am Boden und erschwere mir dadurch das Spiel. Warum macht man das nicht? Also warum muss man dem Spieler immer unbedingt was vorgeben? Ich meine, wir sind doch als Spieler, sage ich mal, jetzt nicht so unselbstständig, dass man uns immer... Wir sind ja nicht doof. Genau, dass man uns Händchen nehmen muss. Genau, dass man uns immer in die Hand nehmen muss. Man kann dann so dieses Händchen halten, also die Hand wird langsam verschwitzt, also du kannst mich langsam loslassen. Du kannst es nicht lassen, in so einer Situation einen Witz zu machen, oder? Nein, kann ich nicht. Oh je, Mini. Aber du hast mich doch dafür lieb. Auch wieder wahr. Kann ich nichts gegen sagen. Egal. Was du auch noch gesagt hast, was Cinder angeht, das haben ja auch damals welche vermutet für die Reignited der Trilogy. Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde sie mir zurückwünschen. Und es ist mir dabei auch ehrlich gesagt völlig schnuppe, wie man ihre Geschichte schreibt. Das wurde schon mir des Öfteren gesagt, dir vielleicht auch. Wie soll man bitte Cinder in das alte Universum mit integrieren? Man würde doch zwangsläufig sie in eine andere Geschichte stecken. Man kann doch ihre alte Story nicht mehr beibehalten. Das ist richtig. Vor allem, warum nicht auch eine neue Story? Ich meine, schade ja jetzt nicht. Genau. Ich meine, Spyro hat so viele. Also bitte. Genau, so sieht's aus. Warum muss man sie denn in diese alte Story reinquetschen? Man kann doch eine komplett neue Story schreiben. In Skylanders Academy, gut, die Story war ähnlich, aber sie war auch eine andere und da hat es auch funktioniert, finde ich. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, wenn es wirklich neuer Teil gäbe, mein Kopf denkt sich gerade so, wenn Cinder, Elora und Amber in einem Universum sind, prügeln die sich dann um Spyro? Eher Cinder und Elora. Cinder und Amber, meine ich. Also ich meine, Entschuldigung. Amber ist jetzt ja wohl diejenige, die sagt, so willst du mich heiraten? Ich habe einen dunklen Kristall. Zwei Namen mit E, es ist schon spät. Nein, aber... Haben sie erst 5? Ja, ist spät. Muss bald ins Bett. Er muss schon ins Bettchen, er muss Feierabend. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin erst vor... Was ich noch dazu fügen wollte, weil halt eben bei Skylanders Academy war ja halt die Story so anders geschrieben, dass Spyro und Cinder kein Liebespaar waren. Da muss ich zugeben, habe ich am Anfang, als ich das über Twitter damals gelesen hatte, auch so gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Aber als ich dann die Serie und die Folgen gesehen habe, hat das funktioniert.
Auch wenn mich Sinna ein bisschen abgefuckt hat, aber sonst. Ja, aber das lag ja nur an der Stimme, sag ich mal. Oh, die war halt wirklich schrecklich. Das ist Entschuldigung, jetzt, ich mochte echt nicht. Das ist, sag ich mal, eine andere Baustelle. Die Stimme kann man verkacken, weil das ist dann Unvermögen der Dialogregisseure oder wer auch immer da die Stimmenauswahl tätig naja, beim Casting. Ist ja auch jetzt gerade nicht so wichtig. Aber so an sich würdest du mir doch zustimmen, dass du gesagt hast, die Story für Cinder hat funktioniert. Ja. Auch wenn sie hat mit sie. Spyro keine romantische Beziehung eingegangen ist, sondern nur eine freundschaftliche. Muss ja auch nicht, weil es irgendwo auch nicht gepasst hätte. Ja, weil wir kennen halt beide diverse Leute, ich spreche jetzt keinen mit dem Namen an, die sich ja immer wünschen, dass Spyro und Cinder immer Liebespaar bleiben müssen. Das muss so sein. Das ist in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, ich habe auch schon Elora und Spyro geschippt, so ist das jetzt. Jetzt vom Shipping her mal ganz abgesehen, aber ich finde auch, es muss doch nicht immer so Mainstream sein. Man kann doch auch mal was Neues machen. Ich finde es ganz schlimm, wenn man immer auf dem Alten stecken bleibt und keine neuen Ideen einbringt. Ich bin immer noch für ein Bitch-Fight zwischen Amber, Laura und Cinder. Ja, gerne auch sowas. Ich meine, warum denn nicht? Das kann man doch auch in der Story dann so mit einbinden, Fight. Dass Amber auch mit auftaucht, trifft auf Cinder und plötzlich sind da zwei Weibchen, die Spyro mit verführerischen Blicken ansehen und sich und denken, so, fuck. Und sich so denken, meins! Deswegen, also warum denn nicht? Das wäre lustig und das würde auch, sag ich mal, für gewisse Momente sorgen. Zum Beispiel könnte man dann auch sowas machen, dass dem Spieler im Laufe des Spiels eine Entscheidung in die Hand gelegt wird. Wem möchte man jetzt helfen? Cinder oder Amber? Und entsprechend der Entscheidung wird der andere möglicherweise zum Bösewicht. Das wäre doch auch. Das wäre verdammt fancy. Das wäre doch auch eine Idee. Oder man entscheidet selber, an wen man sich in Basically verliebt. Ja, meine ich ja, dass man eben selber die Entscheidung kann. Das, dementsprechend halt sich der Handlungsfaden anders entwickelt. Ich meine, warum denn nicht? Warum denn nicht mal. Weil das gab's so noch nie in einem Spyro-Spiel. Mehr trauen. Ja, genau. Obwohl das halt, wie gesagt, wenn ich das so sagen darf, die Entwickler irgendwie nicht mehr so wirklich tun. Ja, weil sie Angst haben. Weil das liegt aber auch an uns Fans, weil wir teilweise inzwischen, also der Großteil, auf Neuerungen meistens erst mit Abneigung reagieren. Das ist leider sehr weit verbreitet. Und naja, sagen wir so, aber vieles wird halt auch, ich sag jetzt mal, kinderfreundlich gemacht. Ich sag jetzt mal wirklich, siehe Pokémon, das ist wirklich so schlimm. Da denkst du dir so, warum? Ja, aber ich meine, das warum? Ist auch, ich weiß es jetzt nicht so genau, weil mit Pokémon habe ich halt überhaupt nichts am Hut, wirklich. Das Problem ist halt einfach, das ist einfach ein Trend, der sich auch aus der Filmindustrie entwickelt. Denn wann immer irgendwo jemand einen neuen Vorstoß wagt, wird er entweder zerrissen, weil es einfach nicht gut angenommen wird, oder die höheren Studios, die das Ganze verwalten, sei es jetzt bei Marvel mit Disney oder auch bei Star Wars mit Disney oder halt in unserem Fall mit Spyro Activision, wo dann irgendwelche hohen Tiere dazwischen grätschen, die dann sagen, nee, lass mal nicht machen das Neue, da ist uns die Gefahr zu groß, dass es in die Hose gehen könnte. Lass mal was machen, was bisher gut funktioniert hat. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Problem, warum so wenig neue Sachen kommen. Vor allem, es gibt ja wirklich auch Spiele, wo jetzt viele Fans sagen, also jetzt mal abgesehen auf uns zwei, wo viele Fans sagen, jo, wir möchten das so und so und wirklich, wo sich alle einig sind. Und die Entwickler sich sagen so, meh. Zum Beispiel Pokémon ist zum Beispiel auch halt so ein Ding. Aber ich meine zum Beispiel Paper Mario ist zum Beispiel auch so ein Ding. Jeder wünscht sich das alte Kampfsystem wieder, weil das halt wirklich extrem gut war. Und ja, jetzt die neuen Spiele sind halt ziemlich scheiße, wenn ich das so sagen darf. Ja, das hab ich schon gehört von anderen, dass du da das nicht wirklich gut fandest. Das finden die meisten nicht. Nee, aber. Ab Stickerstar war vorbei. Nee, aber. Entschuldigung. Was mir halt dazu noch einfällt, weil ich ja gerade. Ich weiß, hast du jetzt schon das Cover und die Bilder gesehen zum neuen Crash Bandicoot-Teil, der rausgekommen ist? Das Cover habe ich gesehen, aber das ist jetzt gerade nicht mehr im Kopf verankert. Oder? Ja, und es gab halt auch schon ein Bild, wo man Crash und Coco gesehen und die sahen halt ein bisschen anders aus. Ich muss sagen, ich fand es gut. Hab mich damit arrangieren können, aber ich hab's nicht so doll gecheckt, muss ich sagen. Das ist so cool, die beiden. Nice. Genau. Aber jetzt sind wir bei dem Thema, dass neue Sachen so generell meistens so negativ aufgenommen werden. Denn es gab, kurz nachdem dieses Bild veröffentlicht wurde, gab's einen Tweet, ich weiß nicht mehr von wem, und der wurde, glaube ich, auch von ganz vielen retweetet, wo dran ganz fett drin stand, please sign a petition that they change
Crash and Kokos Design. Also übersetzt, bitte unterschreibt eine Petition, damit die Entwickler Crash und Kokos Design umändern. Hast du das Bild irgendwo? Hast du es retweetet? Nee, ich hab's leider nicht retweetet. Hast du bei Twitter Travis the Dragon? Kann ich ihn kurz eingeben nebenbei? Weil der hat das, glaube ich, retweetet und auch drauf geantwortet. Ja? Ja, und da habe ich mir nur so gedacht, Alter, was soll denn das? Warum müsst ihr denn gleich wieder draufschlagen? Ich meine, das muss doch nicht sein. Man hat natürlich immer sowas im Kopf wie bei Skylanders. Ich meine, gut, das Design war aber auch wirklich so gänzlich vorbei am Spyro-Design, weil es wirklich komplett was anderes war. Aber das behält doch die Grundelemente bei. Es ist doch nur wirklich eine minimale Veränderung. Ist das zufällig, wo Coco so ein lila Hut trägt? Nee. Sie hat so ein bisschen so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine gedrehte Strähne, glaube ich. Ah, ich glaube, ich hab's gleich. Aber ich denke mir... Tut mir leid, den konnte ich mir jetzt nicht verkaufen. Aber meine Sachen rausschneiden wollen, ja. Oh, ist das süß. Da ist auch eine von diesen neuen Masken halt zu sehen. Ich gebe jetzt einfach Crash PS5 ein, das kann nicht so schwierig sein. Ja, da muss echt was. Oder It's About Time heißt das Spiel ja. Ja? Ja, Crash Bandicoot It's About Time. Also es wird langsam Zeit. Ja, wird mal langsam Zeit. ich hab's. Mhm. Wo ist jetzt das Problem? Ja, deswegen, ich versteh's auch nicht. Coco sieht doch eigentlich fast aus wie immer. Ja, vor allem sieht sie richtig fancy aus. Crash sieht ein bisschen mehr cartoonig aus, finde ich jetzt nicht schlimm oder so. Was? Crash hat ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen anderen Look, aber mich stört. Ja, find's eigentlich aber eher cool. Es ist doch im Grunde noch immer das gleiche, die gleiche Basis. Es ist nur ein bisschen umgestaltet, vielleicht ein kleines bisschen. Aber das ist doch nicht schlimm. Man muss doch nicht gleich da so negativ draufkloppen. Vor allem Coco sieht doch verdammt gut aus. Was wollen die denn? Vor allem könnte man das auch ehrlich gesagt damit so erklären, dass die beiden ein bisschen erwachsener geworden sind. Ich meine, ist ja nicht so, dass so ein paar Jährchen vergangen sind, ne? Nein, überhaupt nicht. Wir wären ja auch nicht älter. Das ist wieder so eine Sache. Das ist auch wieder so etwas, was dafür spricht, warum eben so ungern neue Sachen ausgepackt werden. Weil sofort dann Stimmen kommen von wegen, mag ich nicht, mach wieder rückgängig. Bei manchen Dingen kann ich es ja verstehen, wie beim Sonic-Design für den Film. Bei Sonic Boom war es ja teilweise noch schlimmer. Ja, Knuckles auf Steroid. Ja, das war, sag ich mal, wirklich der einzige, wo sie ins Klo gegriffen haben, aber ich möchte mich jetzt nicht nur mit dem Sonic-Universum anlegen, weil ich ehrlich sagen muss, ich fand die Serie richtig gut. Also die fand ich super. Ja, die soll angeblich auch gut sein, ich hab sie ja nicht gesehen. Aber gut, was ich jetzt sagen wollte, die driften auch ab vom eigentlichen Thema. Richtig. Deswegen, also warum nicht neue Ideen mit einbringen und dann kommt wieder genau das. Mehr als schief gehen kann es nicht. Schlimmer als Enter the Dragonfly kann es nicht werden. Na, oder Skylanders. Aber wohl, das ist ja nicht schiefgegangen. Das war ja eigentlich ein Erfolg. Das ist ja das Problem. Ich sehe Skylanders nicht jetzt bei Spyro. Tue ich auch nicht, aber die haben es halt weitergetrieben, weil es halt Erfolg gebracht hat. Die waren die Ersten. Ja, logisch. Es war ja auch ein gutes Konzept. Ja, vor allem war es die Ersten, die das entwickelt haben. Das war ein komplett neuer Markt, den die aufgemacht haben. Ja, erst glaube ich, danach kam dieses Infinity-Ding dazu. Disney Infinity ist aufgesprungen und dann kam auch die Amiibos von Nintendo und ich glaube, noch irgendjemand anders ist mit auf den Zug aufgesprungen. Ich weiß allerdings nicht mehr wer. Ist auch egal. Ein Punkt haben wir noch auf der Liste, den ich dazu auch noch gerne mit ansprechen würde. Den können wir aber recht schnell, glaube ich, abhaken. Nämlich, das Thema habe ich auch neulich beim Travis the Dragon gelesen, inwieweit es Sinn macht, neue Charaktere generell aus The Legend of Spyro mit zu integrieren. Ich fände es einfach krass, wenn man auf einmal beide Universen plötzlich gekreuzt hätte und beide Spyros, man sieht so, hi, du bist ich bin du, ja, hi. Das wäre ja so ein bisschen wie bei Sonic Generations. Also die, ja, eben, aber die Idee klingt interessant, aber
da bin ich, muss ich ehrlich wieder sagen, das wäre mir, glaube ich, einer zu viel. Ich fände es tatsächlich ziemlich cool, aber ich bin generell ja so ein Großdenker dahingehend. Also dann, also wenn man das machen wollen würde, dann muss mich aber auch die Story dahinter überzeugen und auch das Gameplay-Konzept. Wenn es das nicht schafft, wird es für mich schwierig, mich damit Stell dir zu mal vor, arrangieren. wirklich die größten Bösewichte schließen sich richtig zusammen. Denken sie so, So wie in Mickeys Clubhouse. okay, das ist schlecht. So wie in Mickeys Clubhouse zum Beispiel. Ich muss diesen Film immer noch mal sehen. Ich kann dir die DVD Aber schicken. stimmt, du mochtest den nicht. Das habe ich Naja, nie jedenfalls um. gesagt. Das habe ich nie gesagt, aber ist auch egal. Nee, aber Ja, die darum geht's Frage nicht. ist halt, inwieweit macht es Sinn und inwieweit lässt es sich auch durchführen, gewisse Charaktere aus The Legend of Spyro zu integrieren. Ignitus macht für mich wenig Sinn, Der weil. ist tot. Nee, 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 nee. Nicht Ja, gut, er deswegen. lebt, aber er ist halt, du weißt, was ich Nicht meine. deswegen, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, er würde sich nur einreihen in einen der Drachenältesten, die es sowieso schon gibt in Spyros Welt. Und Ignitus war. Ignitus. Ignitus war ja für uns immer was Besonderes. Er war irgendwie immer so die Daddy-Figur. Ja, genau. Und ihn dann so in so eine Rolle reinzuquetschen, wo er einfach nur einer der Drachenältesten ist, würde ihn zu einer unbedeutenden Nebenfigur abstempeln. Und das ist etwas, was hätte die Figur nicht verdient. Ja, eben. Deswegen würde ich dann eher sagen, lass doch Malefor zurückbringen. Vor allem, Als wer eigentlich. Bösewicht. Ja, ich finde es tatsächlich, da bin ich damals, bin ich mal gar nicht drauf eingegangen, tatsächlich. Er hat, wie gesagt, ja immer noch Potenzial. Ich meine, er wurde halt legit verbannt dafür, weil er seine Kräfte, ich sag mal, zu schnell gelernt hat. Ja, Und die weil er sie Ältesten missbraucht. basically Angst hatten und ihn dann verbannt haben und Ja, er weil ist er sie verbittert missbrauchen geworden. wollte. Das auch. Ja, aber ich denke mir dann halt nur, warum bringt man Malefor nicht all. Oder vielleicht auch als guten Charakter. Könnte auch funktionieren. Ist vielleicht ein gewagter Schritt, aber wenn man es richtig macht, warum nicht? Vielleicht sogar als ein Kumpel von Spyro. Also, ich habe da dieses Bild im Kopf, das hast du, glaube ich, auch mal gesehen mit dem jungen Ignitus und dem jungen Malefor, dieses gezeichnete Bild. Kannst du dich Ah, daran. ja. Da habe ich mir auch nur gedacht, eigentlich wäre das was man super in Spyro integrieren könnte. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, es muss halt nur Man muss es nur wollen. kluge Köpfe geben und kreative Köpfe, die sich das auch mal trauen. Und sich vielleicht mal mit der Spirometerie ein bisschen auseinandersetzen. Ach, das ist nicht das Problem. Das, glaube ich, ist bei Toys for Bob eigentlich schon gegeben. Also, ich meine, so wie sag schon, die Reignited Trilogy entwickelt haben, die haben sich schon mit der Materie auseinandergesetzt. Ja, Also, eben drum. dass da so Also wird das ja nicht so viele. schwierig sein. Da sind so viele Details, die in sich auch stimmig sind mit dem damaligen Spiel, wo ich mir sage, das kannst du nicht wissen, wenn du dich mit der Materie nicht auseinandergesetzt hast. Auf keinen Fall. Deswegen, also, ich finde, es wäre eine gute Möglichkeit, wenn man Malefor als bösen Charakter zurückbringt. Ich meine, hat ja bei Skylanders in den Comics ist das ja passiert und in der Serie ist ja auch so. Das hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich fand Malefor einen unfassbar coolen Bösewicht in der Serie, auch wenn er ein ziemlich beschissenes Ende genommen hat. Aber seine Figur war an sich super. Und ich musste trotzdem immer mit Untertiteln anmachen, weil ich ihn nicht verstanden habe im Deutschen, weil er so komisch geredet hat. Ja, das war beim Englischen teilweise genauso. Also ich hatte es dann Ja, das war irgendwie. ein wenig sehr schlecht gemacht. Also ich hatte es dann irgendwann drin, weil ich aber auch die Texte auswendig kannte. Ja, same, aber dann sitzt du da das erste Mal so. Wo konnte man nochmal die Untertitel einschalten? Weil du dir denkst so, ah ja, genau. Ja, aber wenn du es Nimm so deine liest, Maske bitte ab. wenn du es dann aber so liest, verstehst du es aber auch. Also das ist ja immer so, Ja, wenn du so ja. den Untertitel liest. Ah, ja, jetzt höre ich es auch raus, Ach dass er das so so, sagt. das hast du gesagt. Mensch, nimm doch mal deinen Asthma-Inhalator. Ja, also halten wir fest, das Spyro-Franchise, auch das The Legend of Spyro-Franchise, ist sehr umfangreich, lässt sich wunderbar kombinieren, finde ich jetzt mit dem heutigen, also gewisse Elemente daraus, also jetzt die Affen, die bösen Affen und so, würde ich jetzt ungern da sehen wollen. Ja. Ist halt auch die Frage, inwieweit diese düstere Atmosphäre
die es in der Legend of Spyro Trilogie gab, dass inwieweit die mit dem alten Universum vereinbar wäre. Denn Spyro ist ja momentan eher so geprägt, dass es halt doch wieder eher kindgerecht und quietschbunt ist. Wie halt eher cartoony. Ja, wie kann man dann diese düstere Atmosphäre damit reinpacken? Das ich meine, halt komm, bei Sonic haben sie es auch irgendwie hingekriegt. Ja, aber Sonic war aber nie für mich so dieses, was Spyro ausgezeichnet hat. Dass es so wirklich extrem quietschbunt und überladen war. Ja gut, das stimmt. Deswegen. Naja gut, aber ich denke, das werden die wohl irgendwo hinbekommen. Dass es hinbekommen werden, das habe ich keinen Zweifel. Es gibt halt nur halt Sachen, die ich mir halt schon wünschen würde. Und also Cinder bleibt für mich auf meiner Prioritätenliste, was die Wünsche angeht, ganz oben. Also die will ich auf jeden Fall irgendwann mal wiedersehen. Ich meine, es gibt nicht umsonst Mods für... Vor allem jetzt inzwischen auch mit dem Voice-Mod, wo das jemand eingesprochen hat, das finde ich unfassbar gut. Man merke, ich glaube selbst dein Toys for Bob wird sich so denken, so, ich glaube, die wollen Cinder zurück, aber sicher bin ich mir nicht. Also, vor allem auch Flame ist auch so ein Charakter, den man auch zurückbringen könnte. Ja. Der hat Potenzial, die müsste man dann vielleicht ein bisschen ummodellieren, denn wenn er einfach nur das gleiche Design hat wie Spyro, nur in Rot und Gelb, und vielleicht ihm ein bisschen besseren Charakter geben, weil Das wäre so ein bisschen lame, aber deswegen sage ich, er könnte Potenzial haben, wenn man ihm eine eigene Rolle stellen die mal als Antagonisten vor. Von mir aus auch das. Also ich muss mir gerade vorstellen, wie sich Amber einfach in den Antagonisten verknallt. Ja, warum denn nicht? Das wär's. Sie ist auf unserer Seite und hat sich in den Antagonisten verliebt. Bam. Wir kreieren gerade Material für Fanfictions, also aber ist ja, auch gut, egal. Fanfiction, ne. Muss jetzt nicht, aber gut. Nein, ich meine nur, das ist ja, sag ich mal, jetzt Denken von uns, was sehr viel weiter über das Universum hinausgeht. Also, die Zukunft von Spyro ist definitiv weiterhin vorhanden. Die Frage ist nur, die Frage wurde auf Twitter auch schon gestellt, da jetzt Toys for Bob an Crash Bandicoot It's About Time arbeitet und das möglicherweise auch die Einleitung für eine neue Trilogie sein könnte. Wer arbeitet dann an dem nächsten Spyro-Teil? Ich denke mal, vielleicht bringen sie auch erstmal Crash raus und machen danach Spyro. Ja, aber du weißt, dass so eine gewisse Entwicklungszeit schon gebraucht wird. Speziell, wenn das auch so in dem Format sein sollte, wie ich das ja vorhin angesprochen hatte, mit diesem Open World und so weiter. Ich meine, selbst die Remastered Trilogy, da haben ja diese 18 Monate, die es für das Spiel gab, nicht ausgereicht. Deswegen haben sie es ja überhaupt nach hinten verschoben, weil sie gesagt haben, Leute, wir schaffen das nicht bis zum September, wir brauchen noch Zeit. Das ist auch voll legitim. Ja, legitim ist es schon. Auch wenn du sehr, sehr sad warst. Ja, legitim ist es schon, aber Activision hätte das ja beinahe verneint. Die wollten das ja eigentlich gar nicht, dass das verschoben wird, weil die wollten ja unbedingt den Plan im September einhalten, weil es da kein Spiel gab, was mit ihnen konkurrieren konnte. Ja gut, okay, aber... Es ist halt kacke, wenn du ein unfertiges Spiel hast. Ja, wie hat dieser eine Entwickler von Nintendo mal gesagt, es ist nie schlimm, ein Spiel später herauszubringen. Es ist nur dann schlimm, wenn du ein unfertiges Spiel herausbringst. Ja. Also so ungefähr war das Zitat. Es ging, glaube ich, ein bisschen anders. Aber im Kern ist es... Sonic 06 und Enter the Dragonfly. Ja, wobei ich nicht mal... Ich weiß drauf rum. Ja, wobei ich aber nicht mal glaube, dass Enter the Dragonfly unbedingt unfertig war. Da kam einfach, also es war schon vielleicht unfertig, aber da kamen auch andere Sachen noch zusammen. Einfach auch Unvermögen der Entwickler, weil die einfach nicht über Spyro Bescheid wussten. Aber gut. Gut. Wollen wir dann mal allmählich zum Ende kommen, weil ich glaube, wir sind ins... Ja, ich bin langsam kaputt. Du Scheiße, wir gehen schon auf eine und eine Dreiviertelstunde zu. Also das wird die längste Podcast-Folge heute. Das habe ich schon angeteasert. Ich sag's doch. Hast du? Ich habe, glaube ich, schon im Vorhinein habe ich dir, glaube ich, gesagt, das wird sehr lange dauern. Habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich vergessen. Also jetzt nicht jetzt hier im Podcast, das habe ich dir irgendwann vorher gesagt, aber egal. Ich bin langsam auch kaputt, muss ich sagen. Also das war eine etwas längere Fassung des Podcasts heute. Für alle, die jetzt überhaupt noch dran geblieben sind, möchte ich erstmal... Und nicht eingeschlafen sind. möchte ich erstmal ein fettes Dankeschön natürlich auch aussprechen. Es macht uns immer wieder Spaß, über diese Themen auch zu reden. Wir haben noch in nächster Zeit ein mögliches Thema, über das wir gerne noch reden möchten. Oh ja. Wollen wir es schon ankündigen? Wie du willst, mir ist egal.
Na gut, machen wir. Also wir würden demnächst dann noch einen Podcast machen über die Netflix-Serie von Carmen San Diego, was jetzt vor einigen Monaten, glaube ich, kam die erste Staffel und noch nicht vor nicht allzu langer Zeit kam die zweite Staffel. Ja, das ist, sie kamen ziemlich schnell darauf, folgendes richtig. Also an sich, Also ich habe sie dem guten Enrico gezeigt und er die sagte, dritte danke, Staffel, dass du sie mir gezeigt hast. ja, das war meine Nachricht an die Luna. Ja. Aber es wurde ja auch schon angeteasert auf Twitter, dass die dritte Staffel ja auch kommt und die soll ja, glaube ich, auch irgendwie im Oktober kommen. Ja. Also von da, also ist nur eine Schon. Vermutung. Das Release-Termin, bei dem Release-Termin weiß ich nicht sicher, aber dass sie halt kommen wird, das ist sicher. Das ist auf Ja, das Netflix. macht auch Sinn Ja, aber das irgendwie. wurde ja schon bestätigt von Netflix auf Twitter. Ja. Deswegen, also da wollen wir auch noch eine Podcast-Folge zu machen, weil es da auch so einiges gibt, über das man reden kann. Und eigentlich wollten wir beide auch so eine gewisse Analyse dazu machen, aber da haben wir gedacht, warum das nicht in einem Podcast verpacken? Das wäre durchaus eine passendere Gelegenheit. Und eine andere Podcast-Folge, die wir auch noch vorhaben, ist eine Serie, die auch wieder durch die Luna an mich weitergereicht wurde, die für sie auch schon so ein kleines Event auch darstellt. Nämlich, weißt du Ich weiß jetzt? gerade nicht, von welcher du redest. Na, der Prinz der Drachen. Ach ja. Habe ich schon voll vergessen. Ach, Luna, du bist einfach manchmal zu drollig. Die Ach. Klappe. Hör Jetzt haben wir auf zu das lachen. Wort hier auch verpackt. Absch. Aber das sind so, sag ich mal, noch Absch. zukünftige Podcast-Folgen, die wir noch geplant haben. Ich weiß auch, dass sich gewünscht wurde in einem der Kommentare vom letzten Mal, dass wir das doch mal in einem Livestream machen sollen. Es wäre durchaus, er hätte sich durchaus angeboten, aber Ich ich. vertraue meinem Internet nicht. Das wäre eine, ja, das wäre eine Sache. Und zum anderen habe ich auch jetzt noch nicht wirklich es hinbekommen, dass ich das per Livestream mache. Und ich finde, so wie wir es machen, funktioniert es ja auch. Und das heißt ja auch im Sport, never change a winning team. Also etwas Bewährtes sollte man dann ja auch beibehalten. Also, Ja. das finde ich ist auch ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei allen, die überhaupt, wie gesagt, so lange dran geblieben sind. Ich bedanke mich bei dir, Luna, dass du heute wieder mit dabei warst bei diesem Gerne doch. Podcast. Vor allem auch ein Thema mit mir besprichst, was ja für uns beide, wie gesagt, ein Herzensprojekt nach wie vor ist. Spyro ist live. Ende. Es hat sich über Jahre hinweg gehalten. Das wird sich auch niemals ändern, egal was da in Zukunft noch passiert. Wir werden immer an der Vergangenheit kleben bleiben, uns nicht davon lösen und gerne auch offen sein für Neues. Ich kann schließlich ins Spyro-Plüschi knuddeln. Also ich werde definitiv weiter Ich auch. dranhängen. Ich auch. Sogar zwei. Oh, ja gut, ich habe auch zwei, aber. Ah, gut. Ich habe ja auch ein Cinder-Plüschi, wie du ja weißt. Sieht man ja auch immer in Ja, meinen müsste ich mir auch Videos. irgendwann mal holen. Ist auch nicht so Na teuer. egal. Gut, damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bedanke mich nochmal, wie gesagt, bei allen. Hoffe, dass ihr bei den nächsten Videos von mir oder von der Dragica auch wieder dabei seid. Und verabschiede mich dann an dieser Stelle, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer D-Spyro.